Yeah. <laughs> Dann geht's los. Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum 128. Vortrag zur Apokalypse. Und dazu kommt heute die Michaelis Stimmung, der Michaelis Spruch, der 26. Wochenspruch. Natur, dein mütterliches Sein, ich trage es in meinem Willenswesen. Und meines Willens Feuer macht, sie stehlet meines Geistes Triebe, dass sie gebären Selbstgefühl zu tragen mich in mir. Also ganz stark auf das Ich gebaut, ganz stark gebaut darauf, Mutkräfte zu entwickeln, denn der Mut kommt aus dem Ich. Das ist das Vertrauen zu dem Geistigen, das in unserem Ich wirkt, das eben purer, schöpferischer Geist ist, verbunden mit der Christuskraft, verbunden mit der ganzen göttlichen Kraft, was kann es Größeres geben? Und in uns ist der Schlüssel, diese Kraft wirksam zu machen. Und daran erinnert uns diese Michaels Stimmung. Der Michael ist ja der Wegbereiter des Christus in gewisser Weise, das Antlitz Gottes, auch wie es so schön heißt. Und er gibt uns diese Kunde, diese starke Michaelskraft. Und zugleich in, diesem, in dieser Wärme, in diesem Feuer reift, reifen die Früchte alles dessen, was wir bisher aufgenommen haben, getan haben, namentlich jetzt in der Sommerzeit, was wir eingesammelt haben an Geistigem aus der Welt draußen, dort wo unser wirkliches Ich ist, aber jetzt sammelt es sich immer mehr ja in einem Brenn in uns. Und da kann dieses Feuer, diese Feuerkraft auflodern. Und diese Kraft lebt im Willen drinnen, der ja eins ist mit dem göttlichen Willen. Darüber haben wir öfter gesprochen. Werden wir heute auch noch sprechen darüber. Und im Willen ist diese eigentliche schöpferische Kraft drinnen. Und ja, heute in unserer Zeit, im Zeitalter der Bewusstseinsseele, geht es halt auch sehr stark darum, diese Willenskraft ins Bewusstsein zu heben. Also eigentlich im Ge der Geist fängt an mit dem Willen, da schläft er normalerweise drin, das heißt wir sind uns meistens dessen nicht bewusst, was in unserem Willen tätig ist. Wir dürfen das nicht verwechseln mit unserer Gedankenvorstellung, ich will etwas, ich will jetzt ein gutes Getränk haben, genau, apropos. Muss ich muss immer bereitstellen, mein Getränk. Ich will dieses oder jenes, das ist einfach nur der Gedanke daran, die Vorstellung, etwas zu wollen. Aber was dabei wirklich passiert, was alles in, auch ein bisschen in unseren physischen Organismus hinein in Erregsamkeit kommen muss, damit unser Wille erregsam wird, dass sich überhaupt etwas tut, welche Beziehung zur Welt draußen da ist, weil eigentlich unser... Aha, da haben wir ein bisschen ein Echo drinnen, macht nichts, das ist das Echo von draußen, das kommt. Weil unser Wille ergreift uns eigentlich von draußen, er greift unseren Organismus von draußen in Wahrheit. Das, das ist ich das ganz starke. Also ganz im Gegensatz zu dem Gedanken, wie, wie man es sich heute meistens naturwissenschaftlich vorstellt, es geht alles von der Steuerung da oben aus. Da irgendwo ist die, die Steuerzentrale, und von da aus gehen jetzt die Nervenimpulse zu den Muskeln und, und setzen das irgendwie in Bewegung. Das ist die technische Vorstellung eigentlich des Menschen. Ich meine, so funktioniert es, wenn Roboter tätig sind, da funktioniert es genau so. So, so funktioniert es aber nicht im Menschen wirklich, sondern es ist eigentlich die, die Welt. Die Welt, in der unser Ich draußen lebt, in der das Geistige lebt, ergreift unseren Organismus und es kommt von außen herein, fängt die Muskeln an zu bewegen, geht durch die Nerven durch. Und zwar egal, ob die Nerven jetzt vom Hirn herunterkommen oder, 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 oder zurückkommen, ist ganz egal. Die eigentliche Wirkung kommt von draußen und die Wirkung ist eine magische in wahrheit ist alles was sich in der welt tut eine magische wirkung das heißt alle auch äußere kraftwirkungen kommen letztlich aus dem geistigen was ist kraft steiner sagt einmal kraft ist die einseitige räumliche offenbarung des geistes nichts wird es das, das ist der Punkt. Und, und wenn wir heute ja doch in einem einigermaßen materialistischen Weltbild so allgemein leben, muss man aber doch auch sagen, dass die Physiker zum Beispiel längst schon erkannt haben, dass die Materien in gewisser Weise, so wie man sie sich klassisch vorstellt, heute als kleinere oder größere Objekte, gegenständliche Objekte, Atome, irgendwas, bis ins Kleinste hinein. Aber man weiß heute, das sind keine Dinge im klassischen Sinn. Und wenn ihr noch ins Atom hineinschaut, was man heute in gewisser Weise tun kann, also zu den sogenannten Elementarteilchen, die, die letzten als die letzten Bausteine der Materie gelten, dann weiß man, es sind keine Dinge. Es sind absolut keine Dinge. Also in, in keiner Form sind es Dinge, es sind, sind Kraftwirkungen in gewisser Weise, die da sind, Kraftkonstellationen. Diese Kräfte haben ganz bestimmte Charakteristiken, die kann man beschreiben in der Naturwissenschaft. Es gibt verschiedene Kräfte, die man unterscheiden kann. Schwerkraft zum Beispiel, da Na, in der Schwerkraft wirken ja arimanische, asurische, soratische Kräfte letztlich drinnen. Wir, wir haben die mehr. Luziferischen Kräfte in der Elektrizität drinnen gepaart mit den, mit den arimanischen Kräften, die stärker im Magnetismus wirken, aber die hängen ganz eng zusammen. Also, also, Elektrizität und Magnetismus sind in Wahrheit nicht voneinander zu trennen. Fast überall, wo Elektrizität ist, wo Strom fließt, entsteht auch Magnetismus und, und wo. Magnetismus irgendwie in Bewegung kommt, wird sofort Strom erweckt in der Umgebung. Und das passiert im Erdboden überall, unterschiedlich in verschiedenen Gegenden. Die, die Elektrizität ist mehr was, was auch ober, oberflächlich wirkt, also in der Atmosphäre. Wir kennen es im Blitzschlag irgendwo. Aber wenn nur ein Blitz einschlägt, dann ist auch eine gewaltige magnetische Wirkung in dem Moment da. Also diese Kräfte wirken von unten und von oben herunter. Im Grunde ist es das, das ständige Wechselspiel von, von Luzifer und Ariman. Und andere Wesenheiten auch noch, höhere Wesenheiten auch noch. Also in einem Gewitter, in Blitz und Donner wirken höchste Wesenheiten mit, aber es wirken eben auch die luziferischen und die arimanischen Kräfte mit, die alle spielen zusammen, die machen erst die Naturerscheinungen möglich. Also es geht nicht ohne die höchsten Hierarchien. Da geht es hinauf bis zu den Kerubim und Seraphim, die sich im Blitz offenbaren. Und es geht, geht hinunter bis zu den arimanischen, ja sogar asurischen Kräften weniger im Blitz. Aber da, da wirken dann schon sehr stark die schwere Kräfte. Aber das fängt auch schon bei den arimanischen Wesenheiten an. Also dort fängt es an und wird immer stärker dann, dann bis, bis hinunter zu den. Zu den soratischen Kräften letztlich, die sind in gewisser Weise der Gipfel der schweren Kräfte. Die, die würden eigentlich dazu tendieren, also den ganzen Kosmos immer mehr zusammenzuziehen, immer mehr zu komprimieren, ja, bis er letztlich auf einen Punkt verschwindet und, und dort geht es dann ins, ins eigentliche soratische Reich hinein. Also eigentlich würde, ja, ich meine, heute hat man so ein bisschen ein bild dafür in den schwarzen löchern von denen die astrophysik spricht. da steckt was dahinter, etwas, wo nicht einmal mehr das licht entkommen kann, also wo selbst der, der luzifer geschluckt wird. also das ist die, die typische ambition der, der sowjetischen kräfte. also zumindest wenn schon nichts anderes, die ganzen widersacherkräfte in ihr reich hinüberzuziehen. die widersacherkräfte, die ja eigentlich ganz im dienste des Göttlichen stehen in Wahrheit, aber abkommandiert wurden, wie das so schön Rudolf Steiner immer wieder schildert, und dadurch zwar nicht die Freiheit, aber doch eine gewisse Eigenständigkeit bekommen haben. Also, sie, sie können zwar nicht aus Freiheit heraus schöpferisch tätig sein, sondern sie können tätig sein mit dem großen Paket, das sie mitbekommen haben, das sie mitgenommen haben aus der göttlichen Welt, mit dem können sie arbeiten. Und das ist riesig, das ist riesig. Also für uns ist das unendlich groß geradezu. Und doch ist es gegen das, was im Schöpferischen ist, was wir in unserem Ich haben, ein Nichts im Vergleich dazu. Weil gegen die wirkliche Unendlichkeit ist jedes Endliche Nichts, in Wahrheit. Ist unendlich weit davon entfernt. Und so sind, sind die Widersacherkräfte. Und die auf jeden Fall, und da haben die soratischen Wesenheiten schon viel geleistet, aber die wollen sie in ihr Reich hinüberziehen. Das sind die Ersten. Und mit ihrer Hilfe den Menschen hinüberziehen, der jetzt noch ganz kräftig, ja, wie soll ich sagen, saugen kann, nehmen kann aus der, aus der wirklichen göttlichen schöpferischen Quelle. Und, und je mehr man nimmt aus dieser Quelle, desto begehrter werden wir. Für die soratischen Kräfte. Das heißt also ganz klar, dort, wo geistig gearbeitet wird, muss man rechnen, dass die Widersacher und heute eben ganz stark unter der Leitung der soratischen Kräfte ja dort zugreifen wollen. Und das ist aber zugleich ja für uns der Ansporn, die stärksten Ich-Kräfte zu entwickeln, die in jedem Fall stärker sind als diese alle vereinigten Widersacher, Miteinander sind wesentlich schwächer, unendlich viel schwächer eigentlich als das, was aus der Ich-Kraft kommen kann. Nur das Tückische daran ist, wir müssen diese Kräfte regsam machen wollen. Es passiert nicht von selbst. Und, und die göttlich-geistige Welt unterstützt uns dabei, wenn wir es wollen, in jeder Form, die wir, die wir nur brauchen, aber es muss unsere freie Entscheidung sein. Also das heißt, es gibt keine Rettung gegen unseren Willen. Das ist der Punkt. Sondern es ist also unsere, unser Willensentschluss ist, ist notwendig dazu. Und und diesen Willen zu üben, immer mehr zu üben, immer bewusster zu üben, darum geht es eigentlich. Darum geht die ganze zukünftige Entwicklung, die eigentlich die ganze christliche Entwicklung dreht sich um das, dass wir uns erstens einmal bewusst werden, was wir in unserem Ich haben und dass wir dann nicht nur sagen, aha, interessant, so, so toll ist das Ich sondern dass wir es eben bewusst in Wirksamkeit setzen, bewusst tätig werden aus dem Ich heraus. Wir müssen dazu unser Ego gar nicht verleugnen, wir wissen, wir brauchen es für unser Erdendasein ganz wichtig, aber das Ego allein genügt noch nicht, das ist eben noch nicht das wirkliche Ich. Und, und äh, Teil der Aufgabe ist heute halt eben auch das Ego so zu erziehen, dass es letztlich einmal, ja, zusammenfließt mit dem willen des, des wirklichen ich dann, dann haben wir unser ziel erreicht. dabei wird in wahrheit das ego immer größer. es geht also nicht darum das ego kleiner zu machen. am schädlichsten ist eigentlich je enger das ego ist, je mehr ich immer in, in meinem engsten umkreis alles an mich reißen will. wenn, wenn, wenn ich aus meinem egoismus heraus es nicht ertrage, dass es der ganzen Welt schlecht geht, weil ich mich so mit ihr verbunden habe in meinem Ego, dann ist das zugleich der größte Altruismus in Wahrheit. Wo es mir persön persönlich, ich sage ganz bewusst persönlich, weh tut, wenn es irgendwem in der Welt schlecht geht. Ich meine, heute tut es uns weh, wenn uns, weiß ich nicht, jemand am Auto einen Kratzer macht, einen kleinen nur, dann oh, schrecklich, dann, dann geht einem das durchs Herz fielen. Oder, oder wenn im engsten Umkreis irgendwas passiert. Aber wenn es drei Häuser weiter ist, ist es schon nicht mehr so interessant. Und wenn es an einem anderen Kontinent ist, ja, sagt man, wenn man die Bilder sieht, plötzlich schrecklich. Aber auch nur, weil ich das Bild nicht ertrage. Gar nicht das Mitleid mit dem, sondern weil mein Ego gestört wird in seiner Ruhe. In Wahrheit ist ja oft so, dass man also das deswegen nicht erträgt. Aber es ist noch nicht wirklich eine Verbindung mit den Menschen dort. Es ist eigentlich, ich tue mir selber leid, weil ich jetzt was Schlimmes anschauen muss. Also da muss man sehr, sehr fein unterscheiden. Es, es, ist, es ist so, so, so vieles, also auch was scheinbar und teilweise ja sogar dann trotzdem gute Früchte trägt, aber weil wenn ich dann wenigstens sage ja das ist schlimm was dort passiert okay dann ist es wenigstens eine Meinungsäußerung in die richtige Richtung aber man muss wissen dass es oft also aus purem engen Egoismus passiert ich ertrage nicht mir tut es weh mir tut es weh dass ich das sehen muss und das ist noch nicht Mitempfinden mit den anderen Menschen wirkliches Mitleid Empfinden. Das heißt, weil wirkliches Mitleid heißt, das Leid der anderen mittragen, nicht nur das eigene Leid empfinden. Das äh, ist, ist interessant, das hängt da sehr mit den Temperamenten zusammen. Also, zum Beispiel ein Melancholiker. Melancholiker ist, kann, man, kann zwei Ausprägungen haben. Die eine ist, dass es sich immer selber leidet und mir tut das weh und dieses und nur sich um sich selbst dreht. Aber wenn das ein Melancholiker sich weiterentwickelt, ist er gerade am allerbefähigsten, Mitleid mit den anderen zu haben. Er versteht das Leiden. Aus seinen eigenen Erfahrungen ist er geschult, das, das Leid der anderen zu verstehen. Und dann kann das eine ganz, ganz große Tugend sein. Ein Sanguiniker tut sich da viel, viel schwerer. Und man merkt es sofort, wenn, wenn jetzt ein Sanguiniker kommt zu einem Kranken, der liegt, kann sich schon kaum mehr rühren. Und, ja, du, du wirst sehen, morgen wird alles besser sein. Schau, wie schön die Sonne beim Fenster reinscheint. Der verfolgt immer mehr, weil er an dem nicht teilhaben kann. Also, das ist für ihn eine reine Illusion. Und, und der Sanguiniker schwebt in dem und nimmt aber gar nicht wahr und kann gar nicht mitleben, miterleben. Seine Schmerzen und dieses wirkliche Miterleben können, lindert tatsächlich die Schmerzen des anderen. Das, das, das kann mehr Wirkung haben als, als alle möglichen Pülferchen, die man schluckt. Die, die nur also taub machen für, für einen Moment oder für eine kurze Zeit. Aber, aber wirkliches Mitempfinden mit anderen kann wirklich das Leid der anderen lindern. Dann ist es ein wirkliches Mittragen. Und dazu gehört der große Kraft dazu, und der Melancholiker hat diese Kraft, auch wenn er immer sehr ernst ist und, und vielleicht eine leidvolle Miene irgendwo hat, eine leicht schmerzvolle Miene hat, aber er kann sich dazu entwickeln, das Leid zu tragen, es wirklich durch das Leben zu tragen und trotzdem aufrecht zu stehen drinnen. Und, und, äh, Warum rede ich jetzt so viel über den Melancholiker? Er wird dadurch auch sehr bewusst für sein Ich. Er spürt sich selber bis ins Körperliche hinein. Melancholiker körperlich gesehen ist einer, der seinen Körper stärker spürt als der Durchschnittsmensch. Das heißt, er spürt es in den Gelenken. Er spürt, wie es in den Muskeln zieht. Das heißt, es ist immer so ein ganz leises, latentes Schmerzgefühl da. Das heißt, ein Aufwachen mit dem Bewusstsein für den Körper, ein ganz leises Aufwachen trotzdem nur. Weil, wenn wir wirklich für alles aufwachen würden, was im Körper tut, wir würden, so wie wir heute sind, vor Schmerzen brüllen. Wir würden es nicht ertragen, denn der Schmerz entsteht dadurch, dass das Bewusstsein einfach vollkommen überschwemmt wird. Und. Und das nicht erträgt. Darum fühlt man uns halt im Intellekt so wohl, weil das ist eigentlich ein, ein ganz schwaches Bewusstsein in Wahrheit. Es ist zwar sehr konturiert, aber es ist so wie eine, wie eine Strichzeichnung im Grunde. Da ist die ganze Fülle ist, ist draußen. Es ist reduziert auf ein, auf ein Minimum, das klar überschaubar ist und dann fühlt man sich wohl. Und um in so diese ganz große Fülle einzutauchen, also vom ganzen Körper rede ich ja gar nicht, aber in eine ein bisschen größere Fülle einzutauchen, müssen wir sehr stark am, am Bewusstsein, an der Entwicklung des Ich-Bewusstseins, des wirklichen Ich-Bewusstseins arbeiten. Und damit dehnt sich aber auch das Ego aus. Das, das Ego wird umso mehr Schmerz erleben, je zusammengezogener es ist, je enger es ist, desto weniger kann es eigentlich fassen. Und wenn es ein bisschen Ausgedehnt wird Schweiz schon und, und er trägt diese Berührung im Grunde nicht mit dem Meer, was da hineinkommen will. Also eine ganz große Tugend und das hängt mit unserem Thema zusammen, das ich heute abrunden will, eben über das Gebet und insbesondere über das Vater Unser, weil ich euch ja gesagt habe, eigentlich ist gerade das Vaterunser prädestiniert dafür, als zentrales christliches Gebet Bewusstsein zu wecken. Bitte das nicht damit zu verwechseln, dass jetzt wird mir sagen, vielleicht, ja, aber ich bin ja gar nicht so bewusst dabei bei dem Gebet, ich mache es, ich, ich habe es gelernt als Kind und so bete ich es halt gewohnheitsmäßig vor mich hin, aber ich, ich bin eigentlich nur halb bewusst dabei. Und es tut mir Gutes zu sprechen. Das ist schon eine gute Wirkung. Da fängt es an. Und nur das Vaterunser, äh, insbesondere das Vaterunser, hat das Potenzial noch viel, viel mehr zu werden und ist die allerbeste Voraussetzung als Übung für die tiefste esoterische Schulung in Wahrheit. Das spannt diesen weiten Bogen. Ich meine, es geht aus, wenn man es jetzt zurückgeht in die Ursprache, in der es allerdings nicht original erhalten ist. Also, ihr wisst, Christus hat es im Aramäischen gesprochen. Es gibt heute aramäische Fassungen davon, die sind aber alle ganz neuen Datums im Grunde. Die meisten erst aus unserem, ja, aus unserem Jahrhundert oder aus dem Vergangenen, also aus dem 20. Wenige, die noch ein bisschen zurückgehen darüber. Aber das sind eigentlich Übersetzungen der lateinischen oder griechischen Fassung ins Aramäische, eine Rückübersetzung. Ich meine, teilweise gab es es schon in, in Fassungen, also in, in Syrien oder so, wo es ja auch Christen gibt. Das syrische ist sehr nahe dem, dem aramäischen, kommt kommt von dort. Also das altsyrische über, überhaupt. Also das heißt, da, da war es schon nahe dem, dem aramäischen Urtext. Und aus dem hat man halt versucht, das noch ganz dann ins aramäische hineinzubringen. Und, und also das, die älteste überlieferte Fassung äh, ist tatsächlich eine altsyrische Fassung. Und die ist sehr nahe dem, dem aramäischen. Aber wie gesagt, keine Original, äh, kein Originaltext trotzdem nicht. Ich, ich weiß nicht jetzt aus welchem Jahrhundert, aus den ersten christlichen Jahrhunderten irgendwo. Also ein drittes, viertes Jahrhundert. Aber genau weiß ich es jetzt nicht. Aber sehr, sehr relativ früh auf jeden Fall. Aber da ist drinnen auch im, im Urtext am allerstärksten ein... ein eine starke mantrische Wirkung. Das heißt, da wirkt es auch durch den Klang alleine. Und natürlich bei jeder Übersetzung geht etwas von dieser mantrischen Kraft verloren oder verändert sich zumindest. Nicht weil es ist, Auch in der deutschen Übersetzung ist noch eine gewisse mantrische Kraft drinnen, aber es ist wesentlich schwächer. Man muss eigentlich also sich in der deutschen Sprache wesentlich mehr Anstrengen im Grunde, um den mantrischen Charakter, das heißt, die Wirkung durch den Klang, durch die Klangschwingung herauszuholen, ist, ist eine viel größere Anstrengung notwendig. Um die richtige Wirkung herauszubringen. Man kann dann auch sehr, sehr, sehr abirren. Also, vieles, wenn es nur so vor sich hin gemurmelt ist oder was, kann er in einer. Sehr leicht in eine Widersacherrichtung gehen, in was Luziferisches hinein, wo man sich wohlfühlt, einfach auch drinnen. Und ihr wisst, wo der Luzifer ist, ist der man nicht weiter. also der kommt dann immer dazu. Also auch da, auch im Beten, muss man denken, ist man auch ein Anziehungspunkt für die Widersacherkräfte. Das ist nichts, vor dem man sich schrecken sollte, weil. Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, ein geistiger Fortschritt, ein geistiges Licht ist nicht zu erzielen ohne die Präsenz, die Gegenwart der Widersacher. Das ist, wie soll ich sagen, ich glaube, das wichtigste Thema jetzt für unser Jahrhundert. Rudolf Steiner hat in, zu seiner Zeit ein paar Anläufe dazu gemacht, das auch äh, den Menschen nahe zu bringen, aber es haben wenige wirklich hören wollen sondern sie wollten mehr hören von der lichten Seite von oben, die uns trägt, die uns hilft, die uns unterstützt. Und es war wohl ganz offenbar die Zeit noch nicht reif dazu. Aber wenn wir es jetzt im 21. Jahrhundert nicht ergreifen und uns nicht ganz klar bewusst sein, wenn wir Licht wollen, müssen wir der Finsternis entgegentreten. Nur so ist das Bewusstsein für das Geistige zu wecken. Sonst werden wir eigentlich in Wahrheit in unserem Ich-Bewusstsein geblendet von dem geistigen Licht. Und wir sehen nichts. Und dann sind wir unfrei drinnen. Wir brauchen, wie habe ich das einmal gesagt, die anthroposophische Sonnenbrille. Wir brauchen die Verdunklung davor. Dann nehmen wir es wahr. Und die sollten wir uns heute bewusst aufsetzen. Die, und. Das ist ja auch ganz stark das Thema der Apokalypse. Ich meine, darum ist sie ja immer auch ein bisschen verschrien unter Anführungszeichen, oh, da ist so viel Schreckliches drinnen. Und dieses ganze Schreckliche geht nur darum, um das zu erfüllen, was der Name eigentlich sagt: Apokalypsis Jesu Christi. Das Wesen Jesu Christi enthüllen. Und um das geht's. Und mit dem Wesen Jesu Christi wird das Wesen. Des individuellen Ichs genauso enthüllt. Das eine ist vom anderen nicht trennbar, gehört zusammen. Und wenn wir das haben wollen, müssen wir eigentlich die meiste Zeit da in die Dunkelheit hineinschauen. Weil es geht ja ganz tief hinunter, wir sind ja jetzt im, im tiefsten Bereich des Ganzen drinnen. Und dann erst kommt der Aufstieg, der Ausblick dort, wohin es weitergeht. Und. Aber äh, es ist nichts, vor dem wir uns schrecken sollten, weil, weil der, der Punkt ist, diese Kräfte sind da, ob uns das bewusst ist oder nicht. Es ist so, wie wenn ich gehe über Brücke, Brücke, ich, ich denke mir gar nichts, fühle mich fröhlich, wunderbar und in dem Moment, wo ich sage, die Brücke stürzt in einer Sekunde ein, dann kriege ich die Panik plötzlich. Vorher, wenn ich nicht weiß, nichts davon weiß, geht es mir gut aber in dem Moment, wo irgendwer sagt, sie stürzt ein, dann pff, plötzlich Pulsschlag hoch, was tue ich, wo, wo springe ich runter oder was was mache ich überhaupt? Und Vielleicht stellt sich nachher dann heraus, dass ich stürzte eh gar nicht ein, war eine Fehlmeldung, dann war das Ganze wieder umsonst. Mit dem werden wir heute dauernd konfrontiert. Es sind alle Augenblicke Schreckensmeldungen, wird meistens sogar das Datum noch angegeben, an dem und dem Tag passiert das, da ist fast der Weltuntergang. Wir haben das gehabt, 2012 war der Weltuntergang erwartet. Ja, es geht schon immer was unter, nur es ist ganz anders, als man sich vorstellt. Es ist ganz anders, als man sich vorstellt. Im Geistigen passiert sehr viel. Im Geistigen geht im Moment die Welt alle Augenblicke unter und wartet darauf, erneuert zu werden. Ist eigentlich nichts Schlechtes. Ist eigentlich gar nichts Schlechtes. Sondern es ist, es ist die Aufgabe, die Herausforderung, immer wieder zu erneuern. Und unsere Zeit bedarf dessen sehr weil an was leiden wir wir leiden an dem ganzen Mist sage ich jetzt einmal so vorsichtig der sich aus der Vergangenheit angesammelt hat der ja. in der Welt draußen ist in der ganzen Natur draußen ist durch unser unser Zutun der in uns drinnen ist wir sind voll gefüllt mit dunklen kräften in wahrheit wir haben redlich gearbeitet über viele inkarnationen um hier Dunkle Kräfte anzusammeln in Hülle und Fülle, und wir haben auch ein bisschen was Lichtes. Noch wir haben aber eine unerschöpfliche Quelle des Lichtes sogar in uns. Die Frage ist, ob wir das Lamperl in Betrieb setzen oder nicht, dann kann es der hellste Sonnenschein werden. Es wird die Kraft sein, die einmal die ganze Erde vergeistigt. Der Christus geht mit mit dem Ganzen, aber, aber es liegt an uns eben wie das, wie das passiert und diese Kraft haben wir. Also dieses Vater Unser ist in Wahrheit eben zielt auch darauf ab, uns dieses, diesen Mut zu machen, uns auf diese Ich-Kraft zu stützen und Bewusstsein dafür zu entwickeln. Und dieses Bewusstsein, das, das drückt sich aus in, in allen Kleinigkeiten, schon in der Art, wie man es betet. nämlich welche Körperhaltung nehme ich ein oder was, was tue ich dabei? Also in, in der frühchristlichen Zeit, selbst heute noch, wenn es der Priester macht, ist es die Orantenhaltung. Also etwa dies, diese Haltung, die eigentlich, also in, in der christlichen Interpretation, es gab Vorstufen schon viel früher. Ja, kann unterschiedlich sein. Früher war es mehr mit erhobenen Händen. Das ist mehr noch das Empfangende von oben. Hat einen anderen Charakter als diese Haltung. Das ist eine sehr starke A-Geste. Das ist etwas Empfangendes. Etwas vom göttlichen Oben Empfangendes. Wenn man etwa das Wort Allah mitnimmt, ist es genau die Haltung, die drinnen ist. Das ist im A sich öffnen. Mit der Doppelbewegung, es kommt etwas und meine Seele geht dorthin. Also, es kommt ein göttlich-geistiges herein, es geht aber meine Seele ganz hinaus. Wach werde ich nicht dabei, eigentlich, wenn ich ganz in dem drinnen bin. Stellt euch vor, toller Sonnenaufgang in der Wüste, irgendwo, und ich bin ganz mit der Seele dort draußen. Dann bin ich bei meinem wirklichen Ich. Das ist dort draußen. Aber ob ich es bewusst bin, ist eine andere Frage. Ich bin bei Allah draußen. Ja, ganz stark. Allah, Inshallah und so weiter. Allah, Akbar. Und da, bei mir, bei mir drinnen bin ich eigentlich gar nicht. Die Kunst ist, diese Kraft hereinzunehmen und sie da drinnen zum Bewusstsein zu bringen, dann ist es dieselbe Kraft, die draußen war, aber jetzt in mir und individualisiert. Das, das ist, ist der große Unterschied. Und, und die Haltung hat schon etwas anderes. Man braucht sie nur mal machen. Es ist noch immer diese Öffnung irgendwo da, wobei diese Öffnung bedeutet ja auch, hat etwas Ausstrahlendes auch, kann also auch so sein. Kann auch so sein, dann hat sie was Segnendes auch drinnen, also etwas auf die Gemeinde Ausstrahlendes, was vom, vom Priester ausgeht. Und man braucht nur spüren, wie man da die Ecke spürt drinnen. Diese Ecke ist bereits ein sich spüren, sich spüren im Körper. Oder was, was auch in frühchristlicher Zeit zwar nicht so oft, aber doch vorkam, so zu beten, mit überkreuzten Händen. Dann ist es ganz stark deutlich, die E-Geste. Die E-Geste ist die Kreuzung, die Kreuzung in mir. Da ist sie angedeutet, weil ich spüre mich da. Ich spüre mich an mir selbst, an meiner Leiblichkeit. Und das sind alles Dinge, die das Ich-Bewusstsein wecken. Und wenn ich jetzt weitergehe, dann, dann verstärke ich es also zur gotischen Gebetshaltung, also zur mittelalterlichen, ganz schön, also wie ein gotischer Dom, eigentlich das zusammen. Aber was tue ich? Ich spüre mich an mir selbst. Die Linke spürt die Rechte. Die Rechte spürt die Linke. Da spüre ich mich an mir selbst. Und wir haben das in weit in unserem ganzen Körper drinnen. Also bei den einfachen Tieren ist, es gibt es diese Überkreuzungen im Körper überhaupt nicht. Bei den höheren Tieren fängt das an, bei Menschen ist es ganz stark. Also zum Beispiel die Sehnerven. Nicht alle, aber ein Großteil der Sehnerven geht vom rechten Auge auf die linke Gehirnhälfte, nach hinten. Von vorne, von vorne, rechtes Auge nach links hinten. Und vom linken Auge nach rechts hinten. Nicht alles, ein bisschen was geht direkt auch. Also es ist, es ist gemischt, aber diese Kreuzung der Seebahnen ist schon etwas, was sehr stark zusammenhängt, dass wir uns in uns zentriert fühlen. Und das verstärkt sich jetzt noch durch die Blickbewegung, durch die beiden Augen, die jetzt so fokussiert sind, dass sich die Seefelder überschneiden. Damit greifen wir eigentlich schon mit den Blicken. Das eine Auge blickt so und das andere greift darüber. Und wir spüren uns eigentlich wo? Dort, wo sich unsere Blickstrahlen kreuzen. Also das, was ich fokussiere, dort bin ich. Dort ist mein wirkliches Ich. Das müssen wir nur erst mitkriegen. Dort, dort. Das heißt, ich fokussiere auf irgendwas mit den Augen, dann bin ich dort. Daher. Unsinnig eigentlich die Anschauung, aber natürlich aus der materialistischen Sicht verständlich irgendwo, dass man denkt, ja, der Gegenstand, der ist da draußen, das bin nicht ich und von dort wandert jetzt die Information da bei den Augen hinein und dann, wie das dann zu Bewusstsein kommt, da wissen wir nichts genaues darüber. Ich meine, es gibt hunderttausend Theorien und alle sind, na ja, nicht wirklich erhellend. Ich, meine, es wird, ich will das gar nicht kritisieren, weil es wird auf dem Wege dorthin sehr, sehr viel entdeckt. Aber die Erklärungen scheitern alle am entscheidenden Punkt. Sie führen letztlich alle irgendwo ins Nervensystem hinein und dann entstehen alle möglichen Theorien, wo irgendwelche Nerven... Blitzen funken müssen, damit das Bewusstsein zustande kommt. Also sie funken überall, warum dort das Bewusstsein nicht ist. Aha, ja, wenn es weiter vorne ist, wahrscheinlich, weil da ist unser wacher Verstand, wenn es dort Blitzen entsteht vielleicht das Bewusstsein. Aber wie und warum in Wahrheit keine Ahnung. Kann auch nicht gehen, wenn ich das also nur mit äußeren Mitteln nehme, äh, finde ich das alles gar nicht. Und eben in Wahrheit suche ich das Ich und das Bewusstsein nicht da, sondern ich habe es da draußen zum Beispiel, wo ich hinschaue. Dort ist es. Natürlich kann ich es auch in mir finden, wenn ich das Bewusstsein jetzt noch innen lenke. Auch zum Beispiel schon meine Körpertätigkeit. Wenn ich, wenn ich da im Gelenk was spüre und mir wehtut, dann ist gerade mein Ich ein bisschen da dabei, mit dabei. Gerade wenn es weh tut. Das wacht das Ich auf. Es wacht auf für den Organismus. Das heißt, wo viel Schmerzen da sind, es gibt ja Menschen, die ein ganzes Leben lang unter Schmerzen an allen möglichen Orten leiden, das ist sicher nichts Lustiges und nichts Schönes, aber eine Frucht davon ist, dass das Bewusstsein sich sehr stark entwickelt. Es ist also ein einfach. Es schießt halt heute die Bewusstwerdung ein bisschen übers Ziel hinaus, sodass es immer, was eigentlich Klares Bewusstsein werden sollte jetzt einmal äh, mehr oder minder diffuser Schmerz. Ist. Schmerz ist ein sehr diffuses Bewusstsein. Selbst wenn ich sagen kann, ja, da ist es, aber mehr kriege ich schon nicht mit. Ist, da da tut es weh. Und weh ist noch, noch wenig gegenüber dem zu, zu erfassen, was sich da im Detail alles tut. Von innen her erlebt, nicht von außen, wie wenn ich jetzt mit. Aufschneiden, tät und reinschauen, tät oder es röntgen würde. Das ist der Blick von außen. Aber von innen hineinzukriechen, sozusagen in jede Phase, und sie bewusst mitzuerleben. Das hat letztlich der Christus getan. Das ist das Erlebnis am Kreuz. Das ist das Sterben am Kreuz. Da, da hängt auch. Ich habe das letzte Mal schon, glaube ich, davon gesprochen, also welchen unendlichen Schmerz der Christus ertragen musste und ein Teil davon ist wirklich die Körperlichkeit zu spüren bis in die kleinste Faser hinein. Unser Bewusstsein würde das nicht ertragen, das kann er Christus ertragen, der über ein makrokosmisches Ich äh, verfügt, auch wenn er es da hineingequetscht hat. Aber indem er es da hineinquetscht und den ganzen Körper voll bewusst miterlebt. Im Moment des Todes am allerstärksten, da spürt er jedes, ja, ich möchte sagen, jedes Molekül drinnen im Grunde. Und wird sich dessen bewusst, was die ganze, die ganze menschliche Körperlichkeit, auch des physischen Leibes, ist. Das ist die, eine der Voraussetzungen dafür, dass dann die Auferstehung möglich wird. Und, und in, in einer gewissen Art werden wir uns das aber auch erwerben, nur es dauert halt. Es dauert heute halt. und wir werden die wichtigsten Schritte aber dazu noch machen müssen, äh, solange wir heute halt auf Erden inkarniert sind. Da ist die Vorbereitung. Und trotzdem wird es auch da noch so sein, dass selbst in unserer letzten Inkarnation äh, werden wir es mit Sicherheit noch nicht in seiner vollen Stärke erleben, aber wir werden alles mitgenommen haben, was da drinnen steckt. Und wir werden uns aber erst sehr viel später dessen bewusst werden. Weil die Stärke des Christus haben wir einfach nicht, auch nicht zu dem Zeitpunkt. Wir werden also erst volles Bewusstsein davon haben von dem, was der Christus hatte in diesem Moment, ja und letztlich in der letzten kosmischen Verkörperung unserer Erde, auf der letzten Stufe. Dort werden wir entwickeln das, was Rudolf Steiner den Geist des Menschen nennt, und das ist ein Bewusstsein für alles das was das Physische ausmacht, aber auf, aufpassen, das Physische, nicht notwendigerweise das Stoffliche. Das sind zwei verschiedene Dinge. Da geht es also dann bereits um die volle Vergeistigung des, des Physischen. Und in das werden wir eintauchen. Und, und äh, was der Christus gemacht hat, ist natürlich auch ein Eintauchen in das Geistige des Physischen. Aber das ist genau der Schmerz, der drinnen ist. Also, was ganz Gewaltiges, also, wozu wir jetzt noch etwas weniger als die Hälfte der Erdentwicklung und dann noch drei kosmische Entwicklungsstufen haben, das hat halt der Christus in einem Moment im Grunde durchgemacht, bezüglich des physischen. Und das hat dann die Auferstehung ermöglicht und. und Dadurch kann der Christ uns immer Begleiter und Helfer sein, selber das jetzt aber über einen viel längeren Zeitpunkt zu entwickeln. Das heißt also, die, die Auferstehung des Leibes vollzieht sich auch in gewisser Weise in Etappen. Wann ist dieser jüngste Tag, an dem das sein wird? Ja, letztlich am Ende der letzten kosmischen Verkörperung. Dort ist es vollendet. Es gibt Zwischenstufen, natürlich. Es wird Zwischenstufen schon während unserer Erdentwicklung geben. Und es wird weitere Stufen geben. Aber dann ist es vollendet. Aber man darf sich dann nicht vorstellen, dass das um irgendeinen Körper geht, der so jetzt wie unser ist. Sondern es ist eben dann vollendet, geistig gesehen ein absolut eigenständiges Wesen zu sein. Darum geht es eigentlich. Und. Der Körper ist ja, das notwendige Prinzip, das notwendige Wesensglied, um uns ganz zu individualisieren. Das hat schon der Aristoteles geahnt oder gewusst im Grunde. Es hat dann ganz stark im Mittelalter der Thomas von Aquin auf, aufgegriffen. Und in seiner präzisen Gedankenart, Denkart, ohne es schauen zu können, aber eben herauszulesen aus der Überlieferung irgendwo und das gedanklich zu erfassen. Ein Mensch, der ihm überschaut hat, nicht nur die ganzen Schriften der Kirchenschriftsteller, sondern auch letztlich der ganzen Philosophen, der Denker der damaligen Zeit, also namentlich des Aristoteles, der sehr, sehr viel vorbereitet hat und der den Schritt in die Zukunft eigentlich schon gerichtet hat. In die Während der Platon im Grunde der ist, der den Blick auf die Vergangenheit richtet, aus dem, was gekommen ist. Daher natürlich auch ganz stark bei Platon die Beziehung zum Vorgeburtlichen. Also, das heißt, das, das brauchen wir natürlich auch in jeder Inkarnation. Also im Idealfall sind wir zugleich Platoniker und Aristoteliker. Und, und wenn wir starker Platoniker sind, das heißt, der aus der Vergangenheit der Menge mitnimmt, dann heißt die Aufgabe, beschäftigt die hauptsächlich damit, Aristoteliker zu werden. Um, um das auszugleichen. Und, und umgekehrt. Und umgekehrt. Wenn du aus der Vergangenheit äh, Aristoteliker bist, dann pflege den Platonismus auch für unsere Zeit, heute. Also im, im Mittelalter. Musste man den einen oder den anderen Weg gehen, oder selbst in der Antike schon, wo in, in Platon und Aristoteles gelebt haben, sind deutlich zwei Wege gekommen. Und der, der Weg des Platon ist der, der uns das Erbe der Vergangenheit bringt. Und da, da ist aber in letzter Konsequenz eben noch nicht drinnen der freie Mensch. Der freie auf sich gestellte Mensch. Es ist eigentlich immer noch der von der Göttlich-geistigen Welt getragene, aber letztlich unselbstständige Mensch. Und, oder wenn man es jetzt in biblischen Begriffen ausdrücken wollte, es ist das Abel-Prinzip. Der, der nimmt also, also das, was vom Göttlichen kommt. Und, und er, er bringt das Brandopfer da und so, und so weiter. Und, und äh, der, der Kain ist aber der, der tätig wird, der die Erde bearbeitet, der untersteigt und der, der alles darauf baut, hier auf der Erde zu arbeiten, im Grunde. Und äh, der Weg des, des Alten Testaments ist, ist über große Strecken einmal der Weg des, des Abel oder seiner, seiner Nachkommen. Ich meine, der Abel ist ja ermordet worden, dann ist der Seth dafür gekommen, als. als als Ersatz sozusagen, der aber dieses, diese Abelströmung fortsetzt. Und dadurch ist es in die Menschheit gekommen. Aber ganz deutlich ist also äh, ja auch schon damals in, in der Bibel drinnen gesagt: also der, der, der Kein, der dieses Keinsmal bekommen hat, dieses Keinsmal bedeutet aber ganz klar, den soll niemand anrühren. Den soll niemand anrühren. Weil der eine wichtige Aufgabe für die Zukunft hat. Man könnte sagen, das ist ja der böse Mörder, also der hat das Zeichen drauf, der ist gebrannt, ist Mörder. Ja, irgendwo ja, er tötet sogar in gewisser Weise das Höhere ab, das ist eigentlich damit gemeint. Aber das ist die Voraussetzung, um hier selbstständig zu werden. Und, und der, der, der Weg führt uns halt dorthin, ganz die Erde zu betreten, ganz auch, habe ich eh schon oft gesagt, zumindest in einer Inkarnation, 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 das ist heute herausbringend noch, ganz materialist zu werden, und zwar bis ins Tiefste hinein. Also das heißt, den tiefen Glauben zu entwickeln, etwas anderes als die Materie gibt es nicht. Das ist nämlich eine Glaubensfrage in Wahrheit. Und das, das ist der Glaube, der erweckt wird, ja, natürlich durch die Widersacherkräfte, die unten sind, aber dort müssen wir hinein. Und, und wir müssen eigentlich, wir müssen, wenn wir dann aufsteigen wollen als freie Menschen, müssen wir durch dieses Glaubensbekenntnis des Materialismus durch. Und wie die Situation heute in der Welt ist, stehen wir offenbar in der Phase drinnen, wo nicht gerade so wenige Menschen diesem Glaubensbekenntnis angehören. In einer stärkeren oder schwächeren Weise. Genauso wie es im, 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 im lichten Bereich halt auch Abstufungen gibt. Manche sind ganz dem Lichte hingegeben und manche Sicherheitshalber wenden mehr dem Licht zu. Könnte ja sein, dass es doch gibt. Das ist halt die schwächere Ausprägung. Aber aber der Punkt ist, dieses, dieses Erlebnis von allen guten Geistern verlassen zu sein. Und dann und nur dann in dieser tiefsten Finsternis, in dieser völligen Abwesenheit des Lichtes, ist die Chance, das ewige Licht des eigenen Ichs zu erleben. Dazu muss er in diese Dunkelheit gehen. Und zu erkennen dann, wenn dieses Licht, wenn ich das jetzt pflege, wenn ich es einmal erkannt habe als dieses, dieses Leuchten, dieses Pünktchen, dieses winzige Pünktchen in der Dunkelheit, und dann aber spüre, indem ich meinen Willen in Tätigkeit setze, fängt dieses Licht an zu wachsen, immer mehr zu leuchten. dann beginne ich zu erkennen, dass da drin die ganze göttliche Kraft drinnen liegt, aber eben auf individualisierte Weise. Und dazu müssen wir, wenn wir das entfachen wollen, wirklich durch das durch schwärzeste Schwarz durch. Und wir stehen sicher jetzt für eine längere Zeit, in der Epoche drinnen, wo das angesagt ist für die Menschen, wo uns diese Chance geboten wird. Ich sage jetzt bewusst, diese Chance geboten wird. Wir stehen in einem massiven Angriff der Widersacher, wirklich der, alle vereinigt. Auch der Luzifer ist mittlerweile schon sehr unter, unter der Sogwirkung der soratischen Kräfte drinnen, obwohl er sie noch am ersten ein bisschen freispielen kann, wird aber auch immer stärker sein, dass er dass er unter, unter ihrer Leitung arbeitet, die Arimanischen sehr stark, die, die Assurischen ganz besonders stark, und die alle darauf aus sind, diese Lichtfünkchen für das Soratische Reich zu rauben. Dort wird es Licht, nur es verliert seine schöpferische Kraft, aber immerhin, es bringt eine ganze Menge mit. Alles das, an das diese Widersacherkräfte inklusive der soratischen Wesenheiten eben nicht herankönnen. Und, und die Menschen-Iche sind, ja, wie soll ich sagen, die, die Quelle, die sie anzuzapfen versuchen. Und gerade daran, an dem. Widerstreit, also mit diesen Kräften, erwacht aber immer stärker unser wirkliches Ich-Bewusstsein. Gerade an dem, gerade an dieser Auseinandersetzung. Und äh, eben insbesondere auch in der Auseinandersetzung mit den dunklen Kräften, die heute halt in unserem Wesen drinnen sind. Nicht umsonst, sagt der Rudolf Steiner. Jeder Mensch, der heute im Zeitalter der Bewusstseinsseele drinnen, wirklich drinnen steht, ist zu jeder Gräueltat fähig, die man sich nur ausdenken kann. Jeder. Jeder. Ohne Ausnahme. Das, wenn man das jetzt genauer durchdenkt, heißt das erstens einmal, wer noch nicht wirklich in der Bewusstseinsseele angekommen ist, ist dazu noch gar nicht fähig. Obwohl genug Gräueltaten schon passiert sind, als die Bewusstseinsseele noch nicht da war. Was nur so viel heißt, wie das sind noch kleinere Dinge als das, was uns bevorsteht. Allerdings, es geht um eine geistige Auseinandersetzung. Es geht vor allem jetzt um einen Kampf um ein Ringen, um das Seelische, um das Astralische. Das, das ist die Hauptaufgabe, die, die wir haben. Und wenn wir jetzt ein bisschen versuchen, eben nicht nur im äußeren Sinn die Bewusstseinsseele zu entwickeln, was ja nur eine Vorbereitung ist, das heißt, wach zu werden für die Sinneswelt draußen, für die Details der Sinneswelt, was sehr gut ist, was ganz wichtig ist, dass wir an dem aufwachen, und da ist einiges geleistet worden in unserer Zeit. Also seit Beginn der Neuzeit ist da viel geleistet worden. Die Menschen waren zumindest zu einem großen Teil, also lang nicht so wach in der Sinneswelt drinnen, wie wir selbst, auch die Griechen nicht, obwohl sie die Sinneswelt geliebt haben und, und ein großes Interesse dafür hatten, aber die wirkliche Wachheit für die Details hatten nur ganz wenige. Und das sind welche, die schon die Bewusstseinssäle ein bisschen vorziehen in der Zeit der Verstandesseele. Man kann ja diese Zeitalter nie so mit einem glatten Strich trennen und dann eine Sekunde später fängt das andere Zeitalter an. Es gibt immer Menschen, die schon etwas aus der Zukunft zumindest ansatzweise vorausnehmen und dadurch den anderen Menschen den Weg bereiten. Und dann werden es halt mehr und mehr und mehr. Und so. Ist es jetzt in unserer Zeit wichtig, dass eben auch Menschen da sind, die jetzt eben aber nicht nur dieses Bewusstsein für die sinnliche Außenwelt entwickeln, das schon auch in großem Maße, aber dazu entwickeln das Bewusstsein für die seelisch-geistige Seite. Und dadurch, und das, wodurch passiert das? Indem das Ich so weit fähig wird, dass es bewusst, an seinen Seelenkräften arbeitet. Damit fängt es einmal an. Also einmal Arbeiten an Denken, Fühlen und Wollen. Das ist einmal so der, der engere Bezirk. Im Denken wirklich wach werden für das Denken. Das ist bis zu einem gewissen Grad schon beim Aristoteles im Ansatz da ganz deutlich, aber ist nicht die eigentliche Charakteristik der, der Verstandesseelenkultur. Das ist also mehr ein, nimmt nehm, her zum Beispiel das Lateinische. Das Lateinische ist die Sprache der Logik schlechthin. Als solche wurde sie immer gepflegt. Da denkt die Sprache selber eigentlich. Und das heißt, es ist noch nicht ein voll waches, bewusstes Selbstdenken. Sondern ich habe die Verstandeskräfte in mich aufgenommen. Ich mache sie rege, aber ich mache sie ja, wie soll ich sagen, aus einem ja, sicheren Instinkt heraus, rege in mir, wobei mir dann die Sprache hilft dabei. Und Die Kunst besteht jetzt darin, sich von diesem Werkzeug noch ganz zu lösen, von dem, was die Sprache tun kann, sondern es wirklich im rein geistigen, das Denken zu erfassen. Und zu, zu erfassen, wie, wie das Denken etwas ist, das aus meinem Ich herausströmt und trotzdem aber etwas ist, was zugleich auch universelle Bedeutung hat. Also in Wahrheit herstellt die Beziehung zwischen meiner Individualität, und den anderen Individualitäten, die da draußen sind. Wobei ich mit anderen Individualitäten meine individuelle Geistwesen aller Stufen letztlich. Das ist es letztlich. Also das heißt, den Gedankenorganismus der ganzen Welt zu erfassen. Es ist nämlich ein Organismus, wo alles, Zusammenwirkt. Das kann das Verstandesdenken nicht überschauen. Das, das Verstandesdenken ist, wie es der Paulus auch sagt, unser Denken ist immer Stückwerk. Also wir haben ein paar Brocken, die setzen wir irgendwie mit der Logik zusammen. Und das ist nicht einmal so ein Zipfel von dem, was das Ganze ist, weil, weil Goethe hat das so schön ausgesprochen, es ist eigentlich falsch, von der Idee in der Mehrzahl zu sprechen. Denn die Idee ist einig und ganz. Sie umfasst das Ganze. Immer. Immer. Das heißt, wenn ich nur irgendeinen Gedanken aus dem Geistigen wirklich schöpferisch heraushole, ist er geboren aus dem insgesamt der geistigen Welt heraus. Aus dem ist er geschöpft. Da, ist jetzt, da kann ich einen neuen Gedanken schaffen, neue Verbindungen herstellen oder bereits vorhandene ergreifen, wie auch immer. Aber in Wahrheit, indem ich es ergreife und selber tätig bin, verändere ich schon was darin. Also, die, die, die Ideenwelt ist eben auch nicht so, in Wahrheit heute, jedenfalls überhaupt nicht mehr so, wie es Platon sich noch gedacht hat, als da das ewig unverrückbare, an dem sich eigentlich nichts mehr ändert. Ein fertiges Gebäude, das, das nicht mehr einer Weiterentwicklung fähig wäre, das so vollkommen ist, dass damit alles erschöpft ist. Das ist es aber nicht. Das ist es aber nicht sondern die, die Geisteswelt, die Ideenwelt, das ist, ist der Abglanz der geistigen Welt in unserem denkenden Bewusstsein zunächst einmal, die ist entwicklungsfähig. Und zwar so, dass jeder Mensch individuell etwas beitragen kann. Das, äh, das ist, ist das Großartige und trotzdem mit dem Ganzen zusammen passt. Also wir können nicht willkürlich irgendwas hineinschmeißen. Wenn wir willkürlich irgendwas hineinschmeißen, dann was, was gegen, gegen die anderen Zusammenhänge äh, gerichtet ist oder einfach keine Rücksicht darauf nimmt, es wird nur Schaden dort anrichten. Sondern in Wahrheit, wenn ich einen neuen Gedanken fasse, gehen Fäden hin in die ganze geistige Welt hinein. Und mit, es muss sich mit allem verbinden, in alles einfügen in gewisser Weise. Und ist trotzdem etwas Neues. Ist ein neuer Funke, ein neues Element darin, sozusagen, das, das schöpferisch gebildet wird. Und an dem arbeiten wir oder können wir heute allmählich bewusst mitarbeiten. Das heißt, im Denken fängt es an und das ist aber zugleich ein realer Prozess, der die geistige Welt verändert. Da fangen wir als allererstes an, schöpferisch tätig zu sein, ja im Grunde im Weltmaßstab. Im Weltmaßstab. Das betrifft unseren gesamten Kosmos. Und da ändert sich etwas drinnen. Nur natürlich, unser Bewusstsein reicht noch nicht hin, all das voll bewusst zu machen. Wir holen. In der Imagination von mir aus zunächst einmal die geistige Welt herein, aber selbst in der Imagination erlebe ich einmal einen bestimmten Ausschnitt, auf dem ich mich fokussiere, aber in Wahrheit hängt die ganze Welt dran. In Wahrheit ist jede Imagination allumfassend. Es gibt keine andere. Ich kann nicht ein Stückel herausnehmen und sagen, das ist jetzt die Michael-Imagination und die stelle ich neben, was ich nicht gegen die gegen die Uriel-Imagination oder was. Und, und die zwei setze ich jetzt zusammen und dann habe ich ein Ganzes. Nein. Die Michael-Imagination umfasst alles. Alles. Die gesamte geistige Welt. Und die Uriel-Imagination umfasst auch die ganze geistige Welt. Und, und das Weihnachtsgeschehen im Gabriel und so umfasst auch die ganze Welt. Es ist nur von einem anderen Punkt aus betrachtet und von einem anderen Punkt aus erfasst. Aber immer hängt alles, die unerschöpfliche geistige Welt dran, mit all ihren Wesen. Alles das hängt dran. Und nur wenn ich das schildern will, kann ich immer nur einen Ausschnitt schildern. Ich muss es in irdische Worte fassen, ich muss es in irdische Verstandesbegriffe fassen, um, um es überhaupt ausdrücken zu können. Aber im Erlebnis ist es irgendwie, irgendwie da. Aber ich kann mir es nicht einmal selber innerlich sagen, alle Details. Ich kann, da kann ich vielleicht eine Überschau über jetzt einen, einen Kern haben, auf den ich mich fokussiere. Aber ich sehe, von dort geht es immer weiter. Und dort geht es immer weiter und wenn ich in der Imagination drinnen bin, könnte ich immer weiter wandern. Und ich komme nie an ein Ende. Ich komme nirgendwo hin, wo ich sage so, da ist jetzt eine Bruchlinie und da ist jetzt so diese Imagination zu Ende. Sie geht eigentlich gleitend immer wieder in etwas anderes über. Und das nenne ich halt dann jetzt heute halt Uriel-Imagination statt Michael-Imagination. Aber es ist alles in innerem Zusammenhang in Wahrheit. Die Übergänge sind absolut fließend. Und das macht es uns natürlich so schwer, es mit dem Bewusstsein zu ergreifen. Da hilft uns dann wieder der Verstand, der Verstand zerschneidet. Er schneidet dann irgendwas raus und sagt: So, das ist es jetzt und das schaue ich an. Und für den Rest mache ich einen Moment einmal die Augen zu, weil das wird zu viel. Und um es zu schildern, muss ich es machen. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Aber, äh, äh, aber in Wahrheit ist es so, wenn man über diese Dinge spricht. In Wahrheit quillt's und wurrelt es und blubbert und an allen Enden und es will was heraus. Und, und man muss eigentlich immer geradezu mit dem Schwert da sein und sagen, nein, du jetzt nicht, das jetzt auch nicht, das auch nicht. Weil sonst schwimmen wir davon, dann verlieren wir uns in der Unendlichkeit. Und ich, man könnte nichts in Worte fassen, man könnte nur mit offenem Mund dastehen und staunen. Und dann hätte man einen sehr diffusen Gesamteindruck. Aber wenn ich wirklich das Ganze habe, ist der so diffus, dass ich eigentlich auch nichts mehr wahrnehme. Und, und das heißt, ich muss überall Markierungen setzen. Das sind die Dunkelkräfte aber auch, die brauche ich dazu. Das sind die Striche, die ich setze, das ist der kohle -Stift, der jetzt reinfährt. Da ist, ist eine, eine Farbenfülle, wenn man so will, farbige Wolken, die sich verändern, ineinander übergehen. Aber jetzt, da schneide ich ab, da mache ich einen schwarzen Strich rein jetzt, da ist es jetzt aus und da ist es auch aus und da auch. Und jetzt da drinnen, aber im Kern drinnen entfaltet sich die Farbenfülle, die aber in Wahrheit nicht möglich wäre ohne all dem, was außerhalb dieser, dieser schwarzen Striche liegt. In Wahrheit gehört das alles dazu, aber dann, dann kann ich es mit meinem kleinen Bewusstsein noch nicht erfassen. Dazu muss ich also diese Striche setzen. Sonst, sonst schwebe ich irgendwann davon und wäre ganz bewusstlos. Dann wird so ein einheitliches Weiß. Das zugleich schwarz sein könnte, wo ich eben einfach nichts mehr unterscheiden kann. Gar nichts mehr. Wo Licht und Finsternis eins geworden sind. Dann bin ich völlig bewusstlos. Völlig. Dann kann ich nicht einmal mehr sagen, ist es weiß, ist es schwarz. Es ist gar nichts mehr. Alles oder nichts. Es ist alles, aber für mich im Erleben ist es nichts. Und. Das heißt, wir brauchen auch den Mut dazu, diese schwarzen Striche zu machen. Und da helfen uns die Widersacher, die geben uns das Werkzeug dafür. Und da helfen uns auch durch die Widersacher, ja, all die Verfehlungen unserer Vergangenheit, die wir mit uns schleppen. Das sind eigentlich Werkzeuge. Werkzeuge, die wir, indem wir sie jetzt bewusst gebrauchen lernen, verwandeln zu dienstbaren Dingen verwandeln. Das heißt, die Fehler der Vergangenheit sind etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen, was wir bearbeiten müssen, aber sie sind zugleich auch Werkzeuge, um uns weiterzuentwickeln. Wenn die Menschheit nicht in die Fehler verfallen wäre durch die dankenswerte Wirkung der Widersacher, dann könnten wir dieses Bewusstsein und damit auch die Freiheit nicht entwickeln. Also, das heißt, wenn wir jetzt sehen, die Widersacher können es aber, die, die rücken uns jetzt nahe und es ist schon sehr schwer, ihrer nicht bewusst zu werden, dass sie irgendwo da sind, egal wie man sie jetzt nennen will, aber, aber halt zu sehen, da stimmt einfach vieles in der Welt nicht. Dort sieht man es ja noch eher in der Welt draußen. Da werden viele Menschen sagen: Na, dort stimmt es nicht, da stimmt es nicht, da stimmt es nicht. Ein bisschen schwieriger ist es schon beim eigenen zu sehen, wo, wo alles nicht stimmt. Und äh, je tiefer man trinkt desto größer wird halt der, der dunkle Berg. Wir haben lange redlich gearbeitet, daran, uns den aufzubauen. Und. Das gibt uns aber die Kraft, bewusst zu werden und das alles jetzt in dienstbare Kräfte umzuwandeln, indem wir das Schwarze wirklich ins Nichts hineinführen und neu erschaffen aus dem Ich. Neu erschaffen. Daher auch eben der große Schritt aus der vorchristlichen Zeit in die christliche Zeit, eben das, was... Der Jesus von Nazareth noch erlebt hat, ich habe euch das ja erzählt, als aus aus er aus dem Heiligtum, aus, aus der Meditationsstätte der Esäer ging, aus, aus, aus dem Schulungsort dort hinausging, wie er dann bemerkt hat, wie Luzifer und Ariman fliehen zwar aus diesem Tempel, aus diesem Tempelgebiet, aus diesem Tempelbezirk, wenn man es so nennen will, aber sie gehen zu den anderen Menschen hin, sie gehen in die Welt hinaus. Sie müssen zwar diesen Ort verlassen, aber sie werden den anderen Menschen aufgebürdet. Und dann die, die Folgeerscheinung, oder, oder nicht, die Folgeerscheinung ist davon, dass ein Teil der Menschen draußen zumindest das aufgebürdet bekommt. Was auch mit dem Schicksal dieser Menschen teilweise zusammenhängt. Das heißt, die, die zu der damaligen Zeit, als der Jesus von Nazareth das erlebt hat, ja, die eigentlich vorher, bevor er das gesehen hat, dass Luzifer und Ariman auseinandergehen, kam er ja auch zu, einem alten, zu einer alten Einweihungsstätte und hat dort Menschen gefunden, die also mit, mit den größten Schwierigkeiten beladen waren, die also wirklich mit Leid beladen waren. Die eben welche waren, die genau diese Wirkungen der Widersacher geradezu in sich aufgesogen haben. Besessen waren von Dämonen, von luziferischen, von arimanischen Dämonen, von noch schlimmeren unter Umständen. Und was diesen Jesus von Nazareth so erschüttert hat, dass er wie tot zu Boden gesunken ist, in Wahrheit war das ein Einweihungsvorgang, der damit verbunden war. Und und wo er erkannt hat, also im ersten Schritt einmal erkannt hat, was da überhaupt los ist, was da passiert ist. Aber ganz klar wurde es ihm noch nicht, was die Ursache dafür ist. Die Ursache hat er ihm erst erkannt, als er dann zu den Essenern kam und dann dort, dort hinausging und sah, wie jetzt Luzifer und Ariman fliehen von dort hin zu anderen Menschen. Und das heißt in Wahrheit, das Bandau zu den. Eingeweihten zu den lichten Schülern, zu denen, die ja im Grunde den abelschen Weg gegangen sind. Die Essener sind eigentlich etwas, die den abelschen Weg gehen. Aber dazu gibt es das Pendant der derer, die ganz leid belagen, beladen sind, die von den Dämonen besessen werden, bei denen sicher bei vielen die Gefahr besteht, dass sie ganz in die Fänge der Widersacher geraten, die aber. Durchgehend durch etwas, was ihnen später die Chance gibt, ganz, ganz starke Keinsmenschen zu werden und bewusst aus dem irdischen Erleben heraus, zunächst einmal aus dem Bewusstsein, dass man sich hier erwerben kann, bewusst daran arbeiten können, diese dunklen Kräfte zu verwandeln zu verwandeln, so dass sie jetzt wirklich ins Nichts hineingeführt werden können. Und durch die Tat des Christus, durch das Mysterium von Golgatha ist genau das möglich geworden, dass wir nicht mehr uns nur läutern können, dadurch, indem wir unseren, verzeihung, wenn ich das so sage, unseren Müll, unseren Mist abladen auf andere Menschen. Es ging in der vorchristlichen Zeit nicht. Selbst bei den größten Eingeweihten ging es nicht anders. Sie konnten es nicht auflösen. Das ist die Tragik eigentlich. Also, das bedeutete, je mehr Licht auf der einen Seite, desto mehr Dunkelheit musste auf der anderen Seite entstehen. Und für jeden Eingeweihten, der hochsteigt, musste es jemand geben, der dieses, diesen Pinkel trägt, den er abgeladen hat. Und, 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 und die ganzen äh, eben Widersacherkräfte mitträgt mitträgt für ihn eigentlich im Grunde. Aber das wird diesen Menschen die Chance zumindest geben, sehr bewusst zu werden. Manche werden vielleicht scheitern darunter. Das heißt, es ist kein, kein einfacher Weg. Es ist ein Weg, der auch schiefgehen kann. Es ist nicht garantiert. Man könnte jetzt sagen, gut, das sind also die, die jetzt so viel Leid ertragen haben, die verdienen aber dann wirklich, an die allererste Stelle zu kommen. Ja, aber sie kommen nur dorthin, wenn sie es wollen. Das heißt, es gehört noch dazu. Sie können auch scheitern. Das, das ist die Tragik dabei. Also es ist nicht garantiert, dass man ihnen das aufgebürdet hat, gibt ihnen die Chance, bewusst zu werden. Aber ob sie sie ergreifen oder nicht, liegt an ihnen und wie stark sie es ergreifen. Also ihr seht, pff, der Weg zum Licht ist, hat sehr, sehr viele Facetten. Und es ist nicht so einfach zu sagen: Ja, wir gehen halt den lichten Weg, wir streben den lichten Weg an, wir wollen Eingeweihte werden dort und wir, wir ja, sicher, wir wollen helfen, natürlich andere zu erlösen irgendwo. Und, aber es hat eben noch die anderen Facetten. Damit dieser Weg überhaupt in der Vergangenheit angebahnt werden konnte, Dazu mussten andere die Last aufgebürdet bekommen und zur damaligen Zeit noch, ob sie wollten oder nicht. Es ist nur so natürlich, dass das auch nicht jetzt so zufällig einfach irgendwie passiert, sondern es waren halt Menschen, die sich in der Vergangenheit auch als fähig erwiesen haben oder sich die Fähigkeit erworben haben, möglichst viel von diesen dunklen Kräften auch tragen zu können. Und das sind die Keinsmenschen. Das sind die, die, die sich auch starke Kräfte erworben haben, dieses Dunkle tragen zu können. Andere werden zusammengebrochen unter der Last. Also es, es gibt eben auch da drinnen in diesem ganzen Prozess eine gewisse Ordnung drinnen. Und für die Zukunft müssen wir eigentlich beide Prinzipien, das Abel-Prinzip und das keins prinzip in einer Person vereinigen. Wieder zusammenführen. Beides zusammenführen. Und dann Entsteht aber was Neues, eben was Höheres, dann entsteht eben ein Abelprinzip mit der vollkommenen Freiheit und Selbstständigkeit, das vorher nicht gegeben war. Sondern vorher war es sozusagen die, die, die unterste Spitze dessen, was halt von oben herunterkommt. Und jetzt kommt es aus dem Zentrum heraus, diese Kraft. Und eben was damit auch verbunden ist und was eine wichtige Aufgabe ist, eben nur dadurch entsteht auch die Möglichkeit, die Widersacher wirklich zu erlösen und ihre Kräfte im guten Sinne nutzbar zu machen. Sie sind ja nicht einfach nur böse oder schlecht. Böse sind sie dadurch, dass wir zulassen, dass sie zur falschen Zeit am falschen Ort in Tätigkeit gesetzt werden. Für sich genommen sind diese Kräfte weder gut noch böse, sondern es kommt immer darauf an, was fängt man damit an, mit diesen Kräften. Und es sind eben ganz, ganz starke Kräfte drinnen, weil es sind die Kräfte, die eben bis, <laughs> bis ins stärkste materielle hineinwirken können, wobei wir jetzt schon wissen, dieses materielle ist ist eigentlich ein Geistiges vom Hintergrund her. Materie ist so, wie wir sie kennen, ist im Grunde eine Illusion. Sondern es ist, eben wie Steiner gesagt hat, die äußere Kraftwirkung, die eigentlich da drinnen liegt, ist die einseitige räumliche Offenbarung des Geistigen. Aber diese räumliche Offenbarung, diese einseitige räumliche Offenbarung, ist notwendig, damit sich das Geistige individualisieren kann. Dazu braucht es die Auseinandersetzung mit dem Materiellen, insbesondere die Auseinandersetzung mit dem Materiellen unseres physischen Körpers. Und was ist das Materielle? Es ist das Physische, das durchsetzt ist mit den Widersacherkräften. Das ist das, was uns als Materie, als Stoff erscheint. Das eigentlich Physische wäre das höchste Geistige. Oder besser gesagt, es ist das höchste Geistige. Es, die, die Kräfte, ich habe es oft gesagt, die Kräfte, die die Kristalle formen und die sich darin widerspiegeln, sind die gleichen Kräfte, die im Ich wirken. Das gehört zusammen. Kristall. Die Kristallbildungskräfte, und das sind die, die, die Kräfte, die das härteste Stoffliche bilden, bezwingen in gewisser Weise durch diese Kristallbildung, bezwingen das, was jetzt an arimanischen, asurischen, soratischen Kräften hineinspuckt. Dadurch entsteht das, was wir als die Illusion der Materie haben. Eigentlich wäre es höchste, reinste geistige Form. Das, was dann, wir werden das dann später noch hören in, in späteren Vorträgen, warum das neue Jerusalem in der Gestalt eines Würfels eigentlich geschildert wird, als, als das ja, Musterbild des Kristallinen, des ganz regelmäßig gebauten Kristallinen in seiner höchsten Form, wie man es in einem Salzkristall findet. Ihr seid das Salz dieser Erde. Hat viele Bedeutungen, der Ausspruch, aber unter anderem eben auch das. Ihr seid das Salz dieser Erde. Ihr seid die Kraft, die diese Würfel sozusagen bildet, die aber jetzt eigentlich rein geistiger Natur sind. Aber nur solange wir eben hier auf Erden inkarniert sind, kommt von der anderen Seite die Widersacherwirkung und die macht es stofflich, grobstofflich, von der Erscheinung her zumindest. Also, in Wahrheit ist das, was ich da angreifen kann, was ich in die Hand nehmen kann, ist, ja, das von den Widersachern durchdrungene Höchste Geistige. Oder ich kann auch sagen, das Höchste Geistige, das die Welt der Widersacher versucht zu erlösen. Nur wir müssen mittun. Also in dem, was uns da, da, da überall wartet die Aufgabe. Daher die Aufgabe äh, besteht ja in der Vergeistigung der ganzen Erde letztlich, an der wir mitwirken. Und je mehr wir das tun und in dem Maße, in dem wir das tun, bauen wir an dem nächsten Kosmos, der entsteht. Das ist das, was da das Neue Jerusalem genannt wird. Also die vollkommene Vergeistigung des, der, der Erdenwelt, des Erdenkosmos, wo der Mensch also ganz bis ins Härteste hineingegangen ist, wo erstmals also diese, diese, diese höchste Gestaltung des, physisch, des Physischen möglich war. Wenn man zurückgehen würde. Auf den alten Mond, der unserer Erdentwicklung vorangegangen ist, dort gab es das feste Element, das Kristalline, noch nicht, zähflüssiges vielleicht, fließendes. Es ist noch weit, weit weg von dem, was das Kristalline bedeutet und hätte also nicht die Basis bilden können für das freie Menschenwesen. Wir müssen sozusagen, jeder von uns wird so ein ganz eigener Kristall in gewisser Weise. Und wie soll ich sagen, imaginativ, wenn man schaut, was ist der Auferstehungsleib des Menschen, was ist dieser, dieser Geist des Menschen. Dann wäre die Vorstellung falsch, aha, nein, ja, das ist jetzt so wie wir, aber pff, ohne Stoff ist ein bisschen schwer vorzustellen, wie das ist, aber so einfach, so marschieren wir dann auch durch die geistige Welt. Wir sind eigentlich ein vollkommener Kristall geworden, wenn wir, wenn wir den Auferstehungsleib haben. Eigentlich ist er ein vollkommener Kristall, ein belebter Kristall, ein beseelter Kristall. Und das eigentlich Geistige, des Ich, drückt sich voll und ganz aus in der Gestalt des Leibes. Dieses übersinnlichen Leibes dann. Das ist ein rein geistiger Leib dann. Das ist der Auferstehungsleib in seiner großen Gestalt. Und das sind noch Kristalle, die können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Ganz individuell bei jedem Menschen. Aber nicht etwas Stoffliches natürlich. Sondern eine rein geistige Form. Daher, wenn wir Ge Geometrie betreiben und üben, ist das auch so eine leichte Übung dazu. Wir wissen es nur noch nicht, dass es eine Übung dazu ist. Aber wir, wir machen das, wir haben die Geometrie entwickelt, um das vorzubereiten in Wahrheit, um das mit Bewusstsein vorzubereiten. Bis, bis das vollendet ist, ist es noch ein weiter, weiter Weg. Aber es, es ist dieser dieses neue Jerusalem schon, wird in gewisser Weise aufgebaut sein durch, den, diesen, durch diese Kristallkräfte, die jeder einzelne Mensch dazu beiträgt. Wir werden das sehen. Nicht umsonst ist eben auch sehr viel von den Edelsteinen die Rede beim Aufbau des des neuen Jerusalem, da, da gibt es also die, zwölf, die Zwölfheit drinnen dann. Und diese Zwölfheit steht aber eigentlich für, das, für den ganzen Umfang dieser kristallbildenden Kräfte. so also wenn man zwölf Weltanschauungen anschaut oder zwölf Tierzeichen, Tierkreiszeichen unterscheiden kann, das sind ja jetzt Markpunkte, zwischen denen aber unendlich viele Schattierungen liegen. Weil es ist auch nicht so, aha, Sternzeichen des Löwen, da ist aus und jetzt fängt das, das andere an. Es gibt überall gleitende Übergänge und Schattierungen. Das sind Hilfsmarkierungen, könnte man sagen, für uns. Und man kann sagen, wenn man einmal diese Zwölfheit erfasst hat, dann hat man mal die groben Richtungen gegeben. Aber da gibt es unendlich viele Schattierungen, die, die gleitend ineinander übergehen. Und so sind dann im, im neuen Jerusalem die zwölf Edelsteine. heute halt auch so ein Bild für die Schattierungen, welche verschiedenen Grundaspekte es da geben kann, in diesem kristallbildenden Element, das letztlich dann zum Auferstehungsleib führt. Aber zum ganz individuellen Auferstehungsleib jedes einzelnen Menschen und insgesamt bildet es. Den ganzen Kosmos. Im neuen Jerusalem ist es eh noch nicht vollendet, also das ist der Anfang einmal. Vollendet wird es in gewisser Weise sein, äh, eben auf der letzten kosmischen Verkörperung unserer Erde, auf dem Vulkanzustand und dann ganz am Ende. Dann haben wir diese Kräfte zur, zur Verfügung und dann was dann ist, wobei dann ihr wisst, die Zeit hat dann immer die Bedeutung, aha, morgen oder so, sondern es fängt etwas völlig Neues an und ein völlig neuer Zeitenlauf an. Ja, also an dem arbeiten wir und dabei hilft uns das Vaterunser, dabei hilft uns das Vaterunser, denn der Weg um all das jetzt, was so angedeutet ist, all, all dieses und mehr, ich möchte jetzt fast singen, also es ist, kommt noch viel mehr, aber um jetzt, jetzt äh, zumindest den, den Grundriss zu fassen. Es hängt dieses Vater Unser zusammen mit der gesamten Entwicklung vom alten Saturn bis zum letzten Zustand, dem Vulkanzustand. Und es hängt zusammen mit der Gestaltung unserer Wesensglieder, die über diese sieben Stufen entwickelt werden. Was sind unsere Wesensglieder? Jetzt ist die Frage, wo fangen wir an? Es fängt eigentlich an. Wenn ich es jetzt chronologisch nehme, mit der Anlage des physischen Leibes auf dem alten Saturn, der damals aber nur ein, nur ein Wärmekörper war. Denkt euch einmal, das physische nur Wärme. Puh. Wärmekraft, Wärmeenergie, wie man es heute ausdrücken wollte, wie auch immer, ja, pure Energie. In verschiedensten Wärmegraden, das heißt also Energie verschiedenster Qualität, verschiedener Schattierung. Allerdings damals am alten Saturn trotzdem ganz anders, als es sich heute physikalisch offenbart. Muss man noch dazu sagen, also die, die Wärme des alten Saturn ist nur beding, sehr bedingt vergleichbar mit dem, was wir heute als Wärme, als Hitze, als Energie erleben weil zum beispiel die ganzen naturgesetze die wir heute haben mit der die physiker versuchen zu beschreiben die naturkräfte die heute wirken die sind ganz anders als am alten saturn war selbst auf dem alten mond also der vorgängerstufe unserer erde gab es die naturgesetze so wie wir sie heute haben noch nicht. Es war eine Welt noch weitgehend frei von diesen Gesetzmäßigkeiten. Dadurch sehr viel bewegter, sehr viel lebendiger, wenn man will, aber auch sehr viel chaotischer. Erst, erst während der Erdentwicklung sind die Naturgesetze entstanden, die man überhaupt mit Verstandeskräften fassen kann. Wäre völlig sinnlos, mit den Verstandeskräften zu versuchen, zu verstehen, die unter Anführungszeichen Naturgesetze des alten Mondes schon. brauche gar nicht bis zum alten Saturn zurückgehen. Nur die Vorgängerstufe der Erde. Mit den Verstandeskräften allein jetzt Naturgesetze aufstellen zu wollen für den alten Mond, das wäre völlig sinnlos. Das wäre völlig sinnlos. Da war alles noch viel dynamischer, viel bewegter. Damit aber auch viel weniger individuell. Denn der Punkt ist, wenn ich einen Kristall baue, einen ganz individuellen Kristall, dann ist er einzigartig. Und tatsächlich das Charakteristische jedes Kristalls ist, dass er einzigartig ist. Jeder Schneekristall ist anders, jeder Eiskristall ist anders. Alle Kristalle, die man nimmt, es gibt keine zwei, die einander gleichen. Das heißt immer Individualisierung. Wassertropfen sind im Prinzip alle gleich, alle kugelförmig. In Wahrheit, die Tropfengestalt ist eigentlich kugelförmig, nur durch die Schwerkraft, das heißt letztlich durch die Wirkung der Widersacher unten, wird die Kugel ein bisschen in die Länge gezogen und dann kriegt sie die typische Tropfenform. Aber eigentlich das vollkommenste Gebilde, das universellste Gebilde, die Kugel. Das ist was ja eigentlich in dem, die göttliche Idealgestalt irgendwie, die makrokosmische Idealgestalt. Also so, dass die ursprüngliche Gestalt ist nicht der Kristall eben, sondern aus, aus der Kugel kommt heraus. Die ist allseitig überall gleich, überall harmonisch. Das würde noch irgendwie Bisschen hinpassen auf die Mondenwelt. Allerdings durch die Wirkung der Widersacher darin ist ist diese dieses diese Kugel dieser Tropfen in allen möglichen Schwing in alle möglichen Schwingungen versetzt. Wasserflüssigkeiten sind sehr empfindlich für für Schwingungen und der verändert sich. Und das können harmonische Klänge sein. Das können auch Missklänge sein. Durch die Widersacher kommen Missklänge hinein und, und so ist das Ganze eine Mischung zwischen harmonischer Schwingung und totaler Verzerrung aber auch, die drinnen ist. Chaos. Chaos, Chaos, ja, man spricht ja auch vom schöpferischen Chaos, wieder die Voraussetzung dafür, dass Ordnung entstehen kann, aber das alles in, in wilder Bewegung und, und so sind Gesetzmäßigkeiten, die Muster, die dort entstehen, jeden Moment neu irgendwo, aber es kann sich dadurch auch nie individualisieren, es vergeht sofort wieder. Es vergeht auch das Individuelle. Wir bauen auf der Erde jeder unseren individuellen Kristall, den vergeistigten Kristall in Form dieser, dieses Auferstehungsleibes letztlich. Das ist ein Kristall, der hat dann. Durch die Arbeit am Seelischen seine, seine unterschiedlichen Farbnuancen, wenn man es so nennen will, wenn man es in ein imaginatives Bild bringen will. Er hat etwas Tönendes in sich, also das, das alles ist, ist drinnen irgendwo. Jeder Kristall klingt sozusagen anders auch, also auf ganz individuelle Weise. Das wäre noch am alten Mond nicht möglich gewesen in der Form. Ja, aber jetzt bin ich ein bisschen, habe ich einen Ausflug ins Umfeld gemacht. Wir sind ausgegangen vom alten Saturn Aufbau des physischen Leibes als Wärmegebilde nennen wir es einmal so, als Wärmegebilde. Dieser physische Leib entwickelt sich weiter auf der nächsten Stufe auf der alten Sonne, aber es kommt dort dazu der Ätherleib, die Lebenskräfte. Lebenskräfte. Interessant, der alte Saturn ist auch sehr bewegt, aber im eigentlichen Sinn nicht belebt. Etwas Lebendiges kommt hinein auf der alten Sonne, Lebenskräfte. Und da bekommt der Mensch zu seinem physischen Leib, oder sagen wir es besser, zur Anlage seines physischen Leibes, dazu die Anlage des Ätherleibes. Der entwickelt sich dann weiter am alten Mond und der entwickelt sich weiter während unserer Erdentwicklung. Damit ist aber noch immer nichts Beseeltes da. Das Beseelte kommt erst auf dem alten Mond dazu. Dort kommt das seelische Element dazu. Also der Astralleib zunächst einmal, sagen wir es noch konkreter so. Weil dieses wirklich seelisch-innerliche, was wir heute haben, gab es eben dort auch noch nicht. Und so, wie es heute im Tierreich Unterschiede gibt. Ich meine, es gibt ein Seelisches in den Tieren, je höher sie entwickelt wird, desto stärker ist etwas seelenartiges drinnen, also eine gewisse Verinnerlichung findet statt, aber es ist nicht mein ein individuelles Ich drinnen, sondern es ist das... Das Gruppen-Ich, das sich darin spiegelt, aber, aber trotzdem, trotzdem ist etwas Seelenhaftes, etwas Empfindungseelenhaftes drinnen, nichts Verstandesseelenartiges. Manche, also bei einzelnen Tieren, kommt so etwas heran, dass also auch, auch so eine Art instinktive Verstandesseele ein bisschen drinnen ist, aber, aber das, das ist bei ganz, ganz wenigen der Fall. Ja, also auf dem alten Mond, dem der Astralleib, der zunächst einmal gebildet wird. Und jetzt auf der Erde kommt dem erstes Ich. Und dieses Ich äh, ist ja, wie wir schon öfter besprochen haben, eine Gabe der Elohim. Sie opfern ihre Ichkraft hin. Und aus dieser Ichkraft... Das ist das Ich des Adam eigentlich. Das Ur-Ich, das, das aber in sich die Fähigkeit hat, wie jedes Ich, erstens sich selbst immer wieder zu erneuern, sich selbst zu erzeugen und aber auch sich in gewisser Weise nach und nach zu individualisieren. In einzel -Iche. Also, dieses Ur-Ich der Menschheit, aus dem entstehen die Iche der einzelnen Menschen. Also der Funke, den wir bekommen haben, ist zunächst einer, der die Gabe aller sieben Elohim ist, die mit dem Christus verbunden waren. Das ist das Interessante. Also es mussten alle sieben Elohim dazu beitragen. Und durch ihre Gemeinschaft wirkte der Christus und nur dadurch konnten sie das, das alles tun. Bei uns ist diese Kraft, die die Elohim hingeopfert hin haben, hat sozusagen alle Facetten, alle sieben Facetten dieser sieben sehr unterschiedlichen Elohim in sich. Jedes Ich, jedes Ich hat das drinnen. Dadurch sind wir als Einzelnes Ich, fähig den Christus aufzunehmen, so wie vorher am Beginn der Schöpfungsgeschichte unserer Erde die sieben Elohim in ihrer Gemeinschaft den Christus aufnehmen konnten. Einer allein konnte es zunächst nicht. Es ist dann einer, hat sich weiterentwickelt: Jahwe Elohim. Der dann als Einzelner mit dem Christus verbunden ist. Allerdings eben auch noch in der, in, der, in der höheren Welt und geht nicht in die Verkörperung hinein. Und das macht noch einen großen Unterschied aus. Also es geht um den physischen Leib, um den Ätherleib, um den Astralleib, um das Ich. Damit stehen wir jetzt mitten in der Erdentwicklung drinnen. Und das spiegelt sich wieder im Vater Unser und zwar wie spiegelt es sich wieder? Also es spiegelt sich nicht wieder in, in der im Anfang des Vater Unser, sondern es spiegelt sich wieder naja, in den späteren, späteren Stufen. Gehen wir es einmal durch. Es fängt dort nämlich an, wo... Aha, irgendwo macht es pink bei mir. Ah, hitzi, hitzi aus. Also, es geht darum, die Wesensglieder des, des Menschen in Zusammenhang zu bringen mit, mit dem. Vater Unser, mit den verschiedenen Stufen des Vater Unsers. Also, es geht einmal um den physischen Leib, alter Saturn, wenn man so will. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das tägliche Brot steht für den physischen Leib. Und vergib uns unsere Schuld, Ätherleib. Die Schuld sitzt im Ätherleib. Schuld ist also mehr als eine, eine einmalige Verfehlung, sondern es ist, wo tief drinnen etwas ist, was, ja, wenn ich es jetzt milde ausdrücke, schlechte Gewohnheit ist, was in Wahrheit also in, 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 in der Kirche unterscheidet man sehr wohl zum Beispiel zwischen Sünde und zwischen Laster. Aber ich bin schon wieder draußen. Ich sehe jetzt nicht, was, was im Chat ist. Ich spreche jetzt einfach weiter. Also es ging um die Wesensglieder des Menschen in Zusammenhang mit mit dem Vater unser. Unser tägliches Brot gib uns heute steht für den physischen Leib des Menschen. Und vergib uns unsere Schuld für den Ätherleib. Also unsere Schuld Manifestiert sich in den Lebenskräften. Wenn ich eine einmalige Verfehlung begehe, wird das noch keine dauerhafte Wirkung auf den Ätherleib haben, auf die Ätherkräfte. Also, wenn, muss es schon eine sehr, sehr große Verfehlung sein, die aus dem Astralischen kommt. Also eine Sünde, die ich begehe, die die Kirche unterscheidet zwischen Sünde und Laster wenn ich das jetzt immer wieder tue, immer wieder tue, wird es zum laster. so das nächste. also, und vergib uns unsere schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. ist sehr interessant, dass dort da diese, diese verdoppelung drinnen ist, oder sogar mehrheit. da geht es um die menschliche gemeinschaft. die sünde ist, ist eigentlich äh, was anderes. das werden wir dann noch gleich sehen. Äh, aber die schuld, ist etwas im tiefsten Sinne soziales, ein soziales Problem. Da hängt es also zusammen ganz stark mit, mit wie wir uns, mit, wie wir wirken mit der sozialen Gemeinschaft. Also das heißt, wenn wir mal eine Sünde begehen, ja, dann, und das kann natürlich auch an anderen Menschen betreffen, den ich schädige dadurch. Äh, dann wird es gefährlich, wenn ich das öfter mache. Wenn ich es einmal mache, führt es natürlich zu einem karmischen Problem mit dem anderen Menschen, das ich lösen muss. Aber es ist noch nicht, wie soll ich sagen, ein wichtiges soziales Gift, das dadurch entstanden ist. Wenn ich es immer wieder mache und vielleicht mit verschiedensten Menschen mache, dann... Dann ist es eben ganz stark im Ätherischen die Wirkung. Alles Soziale beruht auf der ätherischen Verbindung einmal. Das ist was ganz Wichtiges. Das soziale Leben heißt es nicht umsonst. Und wir vergiften dieses soziale Leben, wenn wir ja, uns halt nicht ordentlich aufführen, sozusagen. Regelmäßig, grundsätzlich nicht ordentlich aufführen in manchen Dingen. Es geht um diese Grundhaltung, die drinnen ist. Und wobei man dazu sagen muss, nicht alle Menschen sind nur so, dass sie nur schuldig sind, aber auch nicht nur unschuldig. Wir haben alle ein bisschen was drinnen, was das soziale Klima letztlich vergiftet. Es muss gar nicht so was Spektakuläres sein, sondern es ist der Grundtenor, der drinnen ist, der eben feindlich ist dem, dem sozialen Leben. Und heute in unserer Zeit sind die antisozialen Impulse eigentlich sehr stark, die uns trennen wollen. Das ist die große Herausforderung. Und unsere Aufgabe ist es, in Verbindung mit dem Christus gerade da belebend auf das Soziale zu wirken, also dem, dem antisozialen etwas entgegenzusetzen. Wir werden es nicht ausrotten können, deswegen, das wird nicht der Fall sein. Aber damit es nicht einseitig überhand nimmt, ist eine ganze Menge an Gegenkräften notwendig. Und diese, dieses, was wir Wohltuendes im Sozialen tun, im Kleinen wie im Großen, und, und im Großen heißt für uns im Grunde mit jedem Menschen, dem wir begegnen, es versuchen. Damit können wir was Riesengroßes tun. Weil bitte, wie viele Menschen begegnen wir tagtäglich? Und, und alleine nehme ich den anderen Menschen für einen Moment wahr als Mensch oder nicht? Oder ist er nur ein Ding auf zwei Beinen mit einem Kopf obendrauf, der irgendwie da Bewegungen macht, wo irgendwelche Laute herauskommen? Oder ist er für einen Sekundenbruchteil für mich? Mensch, Individualität, den ich als solche wahrnehme, für einen flüchtigen Moment, das macht immens viel aus. Das macht immens viel aus. Und wir machen es in der Alltagsgewohnheit eigentlich nicht. Wir sagen routinemäßig Guten Morgen, Guten Morgen und pff, es ist eine Floskel im Grunde. Wir, wir sagen vielleicht sogar Grüß Gott bei uns in Österreich oder in Bayern oder was, glaube ich, auch noch. Geläufig war also, Eh nicht, aber bei uns ist es in der, in der Regel auch nicht mehr das, was im Wort eigentlich drinnen ist. Das heißt, eigentlich in dir begrüße ich Gott. In dir, dem ich begegne. In dir sehe ich das Göttliche, das heißt es eigentlich. Ich meine, dass, dass, dass auch eine völlige Verzerrung werden kann, wenn es leier wird und man, Grüß Gott, grüß Gott! Das, das kann auch völlig, äh, völlig fadenscheinig sein, das kann heuchlerisch sein, das kann, kann sein, eigentlich. Ich dokumentiere jetzt, dass ich ein braver katholischer Christ bin. Ich zeige das ganz deutlich, dass niemand übersehen kann. Ich sage daher bewusst immer Grüß Gott. Aber nicht, weil ich wirklich das Göttliche im anderen sehe, sondern weil ich dokumentiere, welcher Gemeinschaft ich angehöre. Dann ist es was ganz was Verkehrtes. Dann zählt es ja, zu dem, wo wir um, um Vergebung unserer Schulden bitten dürften. Weil dann tragen wir eigentlich was ganz Schlechtes hinein ins soziale Leben. Dann ist es nicht das. Also es ist die Frage, kommt es wirklich aus dem Herzensbedürfnis heraus, dem anderen Menschen von Ich zu Ich und sei es nur ganz unterbewusst zu begegnen. Wir werden nicht gleich jetzt die große Erleuchtung haben, welches Ich das ist. Und der andere auch nicht. Vielleicht irgendwann später, wenn unser Bewusstsein reifer geworden ist, erinnern wir uns daran. Kann sein. Vielleicht in einer späteren Inkarnation. Und wir, wenn wir dem Menschen begegnen, wissen wir, dass wir mit dem eine Verbindung hatten. Es geht nicht um spektakuläre Daten. Also, das heißt, wir können mit den vielen Menschen, ich weiß nicht, wie viele Hundert oder Tausende es sind, denen wir tagtäglich begegnen, auch wenn wir nur an ihnen flüchtig vorbeigehen und sie mit unserem Blick wahrnehmen, dann ist eine Riesenverbindung da. Das sind Elemente, die an der Zukunft bauen. Oder ich gehe an ihnen vorbei und sie sind für mich ja im Grunde sowas wie ein selbsttätig Automat oder Gegenstand, der draußen ist, der mir völlig äußerlich bleibt. Es ist ein Moment der Begegnung von Ich zu Ich oder der völligen Trennung. Zwischen diesen beiden Polen ist alles möglich. Und damit hat jeder von uns einen riesigen Radius eigentlich. Und eben immer dort, wo das passiert, ist das Christuswort, wo aber zwei oder drei oder mehr in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und damit bauen wir an der wirklichen Kirche, die kein Gebäude ist, die kein Dogma ist, sondern die die Gemeinschaft letztlich aller Menschen ist, die sich mit dem Christus verbunden fühlen durch ihr Ich, mit ihrem Ich. Also, das, das ist drinnen, in dem uns. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist das, das total soziale Element und das geht so weit, dass damit ja auch wirklich echte Lebenskräfte ausfließen. In die Gemeinschaft, aber in jeden einzelnen Menschen. Und Lebenskräfte sind auch Heilkräfte zugleich. Das hat etwas Heilsames. Das ist die. Die, die Heilkunst der Zukunft. Die Heilkunst der Zukunft. Und äh, wir sind schon im Grunde in der Zeit, in der das anfangen kann, wo die Begegnung der Menschen heilsam wirkt das, was Rudolf Steiner mal genannt hat, den hygienischen Okkultismus. Einfach Heilung im Sinne von ja, Krankheiten gar nicht irgendwie so weit kommen zu lassen, dass sie sich wirklich manifestieren bis ins das Äußere hinein, sondern wo dem schon entgegengewirkt wird durch die Vielzahl der sozialen Begegnungen. Ja, sicher kann dann einer, der, der wird besonders halt Arzt sein, der das besonders pflegt und der alleine, indem er anderen Menschen begegnet, eine heilsame Wirkung auf sie hat. Kann man sich halt noch gar nicht vorstellen. Also die Zeit, dass, dass wir alles mit, nur mit irgendwelchen Mittelchen oder dazu vielleicht mit synthetischen Mittelchen lösen. Die ist sicher noch nicht abgelaufen, aber es wird, wird etwas ganz anderes dazukommen. Und das wird, wenn es wirklich funktioniert, dafür sorgen, dass die Krankheiten zurückgehen bei den Menschen, unter denen sich das abspielt. Also die meisten Krankheiten haben ihre Ursache in ungesunden sozialen Zuständen, in Wahrheit. Dort wurzelt das meiste drin. Und, und wenn man über Jahre, über viele, viele Jahre in solchen ungesunden Zuständen lebt, in, in einer Firma, in einer äh, Arbeitsgemeinschaft, in der Familie von mir aus, wenn es dort nicht funktioniert, ist ja auch nicht gesagt, dass das immer der, der, die Heilquelle schlechthin ist. Es ist gerade heute auch. Erwirkung der Widersacher, dass die Familien zerschlagen werden oder dass Unfriede hineingetrieben wird. Und wir können es eigentlich nur überwinden aus unserem eigenen Willen heraus, aus dem Ich heraus, wie ich dem anderen begegne, ohne irgendetwas von ihm zu erwarten. Kann sein, dass der andere das nicht mitkriegt, dass er achtlos vorbeigeht. Ich habe es trotzdem getan. Und es ist eine Wirkung. Ich darf mir aber nicht erwarten, ah, der wird jetzt so gleich und muss jetzt sofort auch ein, ein sonniges Lächeln vielleicht über sein Gesicht gehen oder was und ich bin angefressen auf gut Deutsch, das heißt beleidigt, wenn er es nicht tut. Nein, ich erwarte mir nichts davon. Ich gebe das und, und freue mich, wenn der andere auch was gibt. Und zwar, weil er gar nicht nur mir was gibt, sondern weil er im Grunde allen etwas gibt. Das ist eine Wirkung, die wirklich eine Breite, in die Breite geht, ins Soziale hin, hin, hinausgeht, über die zwei, die sich jetzt begegnen, immer wieder. Und je mehr so sowas passiert, desto mehr werden wir auch gesunde soziale Impulse hineinbringen. So, aber damit wir ein bisschen weiterkommen, es ist schon 9 Uhr vorbei, aber durch die Unterbrechungen, glaube ich, muss ich jetzt ein bisschen kurz überziehen. Den Rest werden wir eher ausstreichen müssen. So, und jetzt geht es weiter, jetzt geht es ins Gebiet der Sünde, dort, wo wir der Verführung verfallen. Das, das, das hängt mit dem Astralleib zusammen. Und führe uns nicht in Versuchung, wobei man ja da... Äh, Wirklich, das ist so was, wo man ja auf weiterdenken muss, das Ganze, führe uns nicht in Versuchung. Das, das klingt jetzt also sehr danach, dass uns der liebe Gott in, Ver in Versuchung führen könnte. Äh, so einfach ist es nicht zu sagen. Die Geschichte ist komplizierter. Äh, die Gottheit hat es zugelassen um unser Willen. So gesehen kann man sagen, er hat ermöglicht, dass wir verführt werden. Damit wir freie Wesen werden können. Aber die Verführer sind natürlich die Widersacher. Also namentlich auch zur Sünde, wenn man am meisten verführt, also von den luziferischen Wesenheiten. Die stacheln unseren Astralleib an. Ja, und. Das wirklich Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass wir wirklich von dem Bösen ergriffen werden. Dass wir selbst aus unserem Ich heraus uns bewusst dem Bösen zuwenden. Und sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Das heißt, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier geht es um die Ichkraft die wache Ich-Kraft. Und im Ich liegt die Entscheidung eben, aber auch drinnen, ob wir uns dem Bösen zuwenden oder dem Guten, was letztlich aber nichts mit einer Schwarz-Weiß-Malerei zu tun hat, sondern einfach heißt, Machen wir in uns die göttliche Kraft durch unser Ich rege oder stellen wir uns in den Dienst der Widersacher? Bewusst, letztlich bewusst. Das heißt, noch anders gesagt, gehen wir bewusst den Weg der weißen Magie oder der schwarzen Magie. Und das ist, ist alles im aka Hokus Pokus. Magie heißt. Veränderung der Welt aus der Kraft des Geistes. Und ohne Kraft des Geistes passiert keine Veränderung der Welt, keine Entwicklung der Welt. Nichts. Es passiert nicht einmal ein äußeres Geschehen ohne dem. wird das haben wir gesprochen. Kraft ist die einseitige, räumliche Offenbarung des Geistes. Das heißt alles, die ganze Physik beruht auf Magie in Wahrheit. Das heißt nicht, dass man nicht dort auch Regeln drinnen finden kann. Das ist ein, ein kühner Ausdruck heute, weil jetzt viele sagen, um oh Gottes willen, jetzt spinnt er ganz. Was ist das für ein Hokuspokus? Man muss es nur richtig andenken. Und, und die Physik ist soweit eigentlich, das zu er erkennen zu können in Wahrheit, denn sie weiß, Materie, so wie wir es uns vorstellen. Ist Illusion. Man kann sagen, Kräfte sind dort, die, die gewisse Charakteristika haben. Das ist aber nichts Greifbares eigentlich. Nur viele dieser Kräfte zusammen erzeugen dann die Wirkung, auf die ich drauf klopfen kann. Aber das heißt, ich klopfe eigentlich auf Geist im Grunde. Nur er ist jetzt in eine sehr klare, starre Form gefallen. Einerseits durch die Ichkraft des Menschen, die das Kristalline ermöglicht, dass überhaupt das feste Element da ist, durchsetzt mit den Wirkungen der Widersacher. Also Gut und Böse, beides ist drinnen. Wir müssen schauen, wo wohin geht's, welche Waage, welche Waagschale senkt sich, welche hebt sich. Das haben wir gewogen und für zu leicht befunden. Oder haben wir ein Gegengewicht gegenüber dem Bösen? Das heißt, konkret gegen der Wirkung der Widersacher oder noch konkreter der eigentlich gefährlichen tasischen Wesenheiten. Weil die sind die Quelle, die die anderen Widersacher letztlich auch gefährlich machen, wirklich gefährlich machen können. Nämlich im höchsten Sinne gefährlich machen können. Ansonsten können es. Völker zerstören, Inkarnationen zerstören, ist eine große Tragik. Ich sage nicht, dass ich das mit einem Handstrich wegwische, aber aus der Perspektive des wirklichen Ich sind das Erfahrungen, durch die man durchgeht. Das Ich oben, das Geistige, hat und kann und soll mit dem, was das Ego unten leidet, kein Mitleid haben kann es nicht. Es kümmert sich gar nicht darum. Weil es nämlich die höchste Form der Liebe hat und die heißt, alles, was du durchmachst, hilft dir bei der Entwicklung. Und dass es weh tut dabei, liegt daran, dass dein Bewusstsein noch nicht reif genug ist, aber wenn du dich wirklich mit vollem Tempo entwickeln wirst, wirst du immer an die Grenze gehen. Immer an die Grenze, wo das Bewusstsein zu Schmerz wird. Körperlicher Schmerz, seelischer Schmerz, wie auch immer. Und dem reifen wir. Das heißt bitte nicht, also jetzt, ja, na Gott sei Dank, sei froh, dass du so viel Schmerzen hast. Ich brauche dir nicht helfen. Sei froh, es ist, ist ja das Beste, was da passieren kann. Nein, wir sollen alle Kraft und alles Mitleid aufbringen, um den Menschen zu helfen und trotzdem zu sehen, dass es, wie immer es auch abläuft, seinen Sinn hat, seinen gemeinsamen Sinn dadurch hat, auch, ja, dass er leidet, aber auch, dass ich alles tue, um ihm zu helfen und es letztlich aber gehen zu lassen, wie es Gott gefällt. Das heißt, die höhere Ordnung sprechen zu lassen, die ich mit meinem Ich noch nicht überschaue, die du mit deinem noch nicht überschaust, die im Gesamten drinnen lebt. Weil es ist eben nicht nur unser Einzelschicksal, sondern unser Einzelschicksal ist mit der ganzen Welt verbunden. Und, äh, das Leiden, durch das wir durchgehen, das hat die verschiedensten Ursachen, das kann, kann karmisch bedingt sein, das kann etwas sein, aus dem wir in der Zukunft etwas machen können und es kann vor allem etwas sein, was ja, vielleicht eine engere Bedeutung hat für ein paar Menschen, die karmisch verbunden sind, es kann aber auch eine ganz weite Bedeutung für die ganze Menschheit haben. Das ist, im Einzelfall wäre das zu untersuchen und es gibt keine allgemeine Regel dazu. Es ist, kann also was ganz Großes sein. Ich meine, da muss man einfach realistisch sein. Und bitte, wenn man das Leben anschaut, sieht man ja. Es ist eine Illusion zu glauben, es gäbe jetzt irgendein Mittel, das morgen oder besser oder übermorgen spätestens alles so in Ordnung ist, dass alle in Frieden zusammenleben, dass alle Krankheiten weg sind, dass alles friedlich ist, jeder seines in Ruhe entwickeln kann. Ja, um dem nur irgendwie nahe zu kommen, werden wir die ganze Zeit der physischen Verkörperungen brauchen und dann kommen wir dem teilweise nahe. Einzelne Menschen werden dem nahe kommen. Aber es gibt keine Patentrezepte dafür, aber es gibt viele Schritte dafür und, und es gibt viele Schritte seit langer Zeit in die positive Richtung und es gibt aber genauso die Schattenseiten. Und trotzdem hat sich ganz stark etwas entwickelt. Wir brauchen über unsere Zeit nicht schimpfen. Nur weil sie, sie hat große Herausforderungen, keine Frage, aber sie hat vieles entwickelt, was uns weit über das hinaus hat, was noch... Ja, im Mittelalter da war, in der Antike da war, äh, verklärt mir bitte nicht diese Zeiten, dass sie nur die lichtvollen Zeiten waren. Es kam ein großes Licht herein, es kam aber auch ein großes Dunkel herein. Und das war notwendig. Es war notwendig für unsere Entwicklung. Es war unvermeidlich. Ich meine, ja, unvermeidlich. Unser Ich ist halt so, dass es den Verführungen der Widersacher und den Anfechtungen der Widersacher auch wirklich verfallen ist, weil es die Möglichkeit dazu bekommen hat, ihnen zu verfallen. Und das ist... zur Freiheit ist es eben notwendig, dass wir ganz real auch dort hineinrumpeln können. Das muss an uns liegen, immer wieder an uns. Und es ist doch klar, dass wir da halt auch unsere Fehler gemacht haben. Aber einen anderen Weg zur Freiheit gibt es nicht. Es ist, wird der Leibniz gesagt, die beste aller möglichen Welten. Ohne das Böse in der Welt ist die Freiheit nicht möglich. Und der ganze Weg dient dazu, das jetzt irgendwie ins Lot zu bringen. Und da muss man einfach realistisch sein, dass das so ist. Also es ist in unserem Bewusstsein-, Seelenzeitalter einfach auch angesagt, dass wir der Wirklichkeit ins Auge schauen. Der Realität ins Auge schauen und der Wirklichkeit. Das sind zwei Dinge. Die Realität ist das Gewordene, die Vergangenheit, die nachwirkt, fortwirkt. Die Wirklichkeit ist das, was in Wahrheit noch nicht ist, was wir aber durch unsere geistige Tätigkeit in Schwung bringen können oder auch nicht? Also, wie verwandeln wir die Realität, der wir dankbar sind dafür, dass sie uns getragen hat, über die wir auch manchmal hadern können, weil sie uns auch das Dunkle gebracht hat, wie verwandeln wir sie zu einer neuen Wirklichkeit, zu etwas, was noch nie da war, was nicht einmal die Gottheit im Detail vorhersehen kann, was durch uns verwirklicht werden kann. Und dann wieder Realität zu werden und so weiter und so weiter. Und immer lichtvoller, irgendwann. Einmal. Das ist der Weg. Damit habe ich jetzt einmal eine Vierheit dieses Vaterunsers besprochen und die drei. Die uns noch fehlen, die an der Spitze stehen. Vater unser, der du bist im Himmel oder in den Himmeln, wie es manchmal auch übersetzt wird mit Recht, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, in den Himmeln so wie auf der Erde. Über das werden wir das nächste Mal sprechen. Ich hatte vor, es heute jetzt auch abzurunden damit, aber ich glaube, es ist jetzt. Schon zu weit die Zeit gedient dazu. Ich danke euch fürs Dabeisein, trotz der technischen Schwierigkeiten, die wir heute leider im Jitsi hatten. Ein Fehler, den wir leider jetzt nicht beeinflussen konnten. Also es lag nicht bei uns, nicht am Internet, sondern offensichtlich war das Jitsi irgendwo überlastet. Das kann natürlich passieren, wenn wahrscheinlich viele Teilnehmer. Anderes auch besprechen <laughs> auf dem Weg. Ein, ein Gnadeakt, Dankeschön. <laughs> ja. Mit Unterbrechungen? Mit Unterbrechungen. Aber Irgendwie danke. haben wir uns noch weiter gehandelt. Vielen Dank. Also, wir werden es. <laughs> bis, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, das möchte ja. ich auch sagen. Ja, wir ja, danke fürs Dabeisein auch im Livestream. Dort hattet ihr, glaube ich, das Privileg, unter Anführungszeichen, dauernd ein Bild und Ton zu haben. Manchmal. Manchmal, okay. Dankeschön. Gut. Danke, Wolfgang. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, Eine schöne Woche. Schöne Woche für euch. Danke im Livestream noch einmal. Ich steige jetzt aus. So, bis zur nächsten Woche. Papa. So.